Servus und grüß euch auf meinem Kanal, der Bienenbastler. Als ich vor circa knapp 2 Jahren den Kanal gestartet habe, habe ich viel gebastelt, habe ich viel ausprobiert. Dass nach 2 Jahren es sich so entwickelt, freue ich mich sehr. Ich möchte erstmal bei euch mich herzlich bedanken für die ganzen positiven Rückmeldungen über die Jahre, die Kommentare und die E-Mails, Telefonate und so weiter. Ich möchte es am Anfang gleich mal nutzen, mich bei euch zu bedanken. Freut mich immer, wenn ich von euch so einen tollen Feedback bekomme. Und heute gibt es ja eine spezielle Sondersendung. Auf den Gast freue ich mich jetzt schon den ganzen Tag. Jürgen Binder, jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt knappe 100 Leute im Chat, ich glaube. Würde mal sagen, legen wir in aller Ruhe los. Wollen wir reinlassen oder lassen wir rein? Lassen wir mal rein. Und ich würde sagen, auf eine friedliche Speakung. So. Dann würde ich mal sagen, einmal brauchen wir natürlich den Jürgen. Und Jürgen geht es gar nicht. Jürgen, du hast deine restlichen Töne aus. Dann würde ich sagen, dann gebe ich dir. So, jetzt. Jetzt, ja. Jetzt haben wir dich mit Bild und Ton. Ja, hallo Bastler, gell? Grüß dich, Jürgen. Grüß dich, Jürgen. Ich würde jetzt mal ganz kurz nur fragen, wie sieht es mit dem Ton aus? Wie sieht es mit dem Bild aus? Kurz aus dem Chat. Wie sieht es mit meinem Ton aus? Wie sieht es mit Jürgen? Sag mal kurz vielleicht ein, zwei. Hallo, hier bin ich, gell? Und bei mir funktioniert es jedenfalls. Mal kurz schauen. Bis jetzt noch. Warten wir ganz kurz, was der Chat sagt, ob alles passt, ob wir noch was stellen müssen. Vielleicht vom Ton her müsste aber alles passen. Chat sagt nichts. Manuel, Daumen. Nichts sagen gilt als Zustimmung. Alles gut, alles gut. Ja, Jürgen, ich habe da einen Monster-Trailer gebastelt, dass wir das Ganze mal ein bisschen einleiten. Muss ich aber ehrlich schon sagen, Ton nicht gut.
Was ist Ton nicht gut? Beim Jürgen knistert es Warum irgendwas. knistert es bei Dein mir? Ton Das kann ja gar nicht knistert. sein. Zuerst hat es nicht geknistert. Wieso knistert es jetzt? Vor 5 Minuten hat es Knistert's? nicht geknistert. Was hast du denn wieder angestellt, Jürgen? Da müssen wir basteln. Nix. Ja, das ja, basteln muss man immer, wenn es nicht klappt, gell? Ah, das ist unfair. Das ging jetzt Das nicht. war jetzt der Ja, Trailer. aber Basteln muss man, wenn es nicht klappt. es stimmt. Jürgen, du kannst ja aber schnell damit neu draufschalten. Dann noch was. Ah, das ist doch ein Computerscheiß. Also, ich komme nochmal. Kommt es nochmal gut? Dann machen wir schnell weg. Machen wir schnell weg. Ist doch kein Problem, das kriegen wir hin. Grüße aus den Niederlanden. Grüße in die Niederlande. So, wir haben mal einen Gast, haben wir da. Ja. Top. Top Bild. Und Top Ton, würde ich jetzt behaupten. Schauen wir Ja, mal. jetzt habe ich es ausgenutzt und weg. Passt, Jürgen, jetzt Gell? passt. Also, dann machen wir doch jetzt weiter. Wie gesagt, ich habe ja, also ich finde ja den Trailer hammerstark, also ist ja von mir, klasse. Aber ich muss sagen, in den Trailer habe ich da ein bisschen Unrecht getan. Mir. Ja, muss ich Ja, jetzt. mir wird oft Unrecht getan. Ja, Gell? Vor muss allem ich. von Leuten, die mich gar nicht kennen. Ja, drum zu meiner Schande muss ich das gleich mal eingestehen. Warum? Ich habe ja geschrieben, geballtes Wissen, das stimmt, gehe ich mal stark von aus, trifft auf Leidenschaft. Bei mir trifft die Leidenschaft natürlich auch zu, aber ich denke, ja, wer so lang wie du in einer Imkerei arbeitet, mit der Imkerei oder mit den Bienen arbeitet, da muss Leidenschaft dabei sein. Und da muss ich echt mir eingestehen, da habe ich dir definitiv Unrecht getan, weil ja, mal schauen, ob ich es alles zusammenbringe. Du hast ja nach deinem Studium auch als Lehrer gearbeitet und in dieser Zeit. Oder ich habe dich öfter gehört, der Duft hat dich dann erstmals gebannt. Der Duft der Biene hat dich gebannt. Aber was mich dann interessiert, nach der Gründung zum Beispiel der Imkerschule, der Ambros der Imkerschule, das war 2013. Und jetzt als Präsi im neuen Imkerbund, also das sind ja dann über 25 Jahre Imkerei. Was fasziniert einen so lange? Was hält einen so lange bei den Bienen? Ich liebe die Biene auch, aber ich weiß nicht, ich kann keiner sagen, aber was hält einen, wo so lange, ja, an den Bienen arbeitet, was hält einen so lange bei den Bienen? Das würde mich persönlich schon mal interessieren. Also es gibt ja viele, die natürlich noch viel länger bei den Bienen sind. Wenn man älter wird, logischerweise, und nicht aufhört, dann ist man länger bei den Bienen. Das ist eine interessante Sache. Imkerei scheint sowas, irgendeine Art von Initiierung zu sein, der Umgang mit den Bienen. Und bei mir war der Duft das, was mir aufgefallen ist. Aber möglicherweise ist es ja die Bienen, also die Bienenluft insgesamt, die wie eine Art Droge, möchte ich es mal sagen, wirkt. Und deswegen sind die Imker auch ein bisschen komisch, gell? Die meisten Imker sind ein bisschen verrückt, gell? Man versteht ja auch gar nicht, worüber die alle streiten. Die streiten über die Farbe der Bienen, Leute. Also das ist zum Beispiel das Allerabsurdeste, was mir begegnet, dass die Farbe der Bienen ein Streitthema sein kann. Mir gefallen alle Bienen, die grauen, die halbgrauen, die braungrauen, die gelbgrauen, die gelben, die braunen, die lederbraunen. Mir gefallen alle Bienen. Ich kann alle schön finden. Und über alles wird gestritten. Und mein Eindruck ist, dass wir Imker nicht ganz sauber sind. Also jetzt im positiven Sinne durch die Bienen irgendwie verzaubert sind, gebannt sind. Und deswegen liebt auch jeder seine eigenen Bienen. Und ich sage euch eins, Herr Bastler, ich liebe nicht nur meine Bienen, ich liebe alle Bienen. Ja. Und das ist vielleicht ein Schritt, zu dem man kommt, wenn man sieht, dass andere Imker, vor allem im Ausland, also für mich waren die vielen Jahre, die ich im Ausland geimkert habe, ich habe ja nicht nur in Italien geimkert, ich habe ja in Frankreich geimkert, in der Schweiz und in Österreich.
Und dort habe ich überall Imker gesehen und kennengelernt, die stolz sind. Die stolz sind auf ihr Produkt und auf ihre Arbeit. Und das war für, und die aber anders arbeiten als wir. Und das war für mich eigentlich ein ganz wichtiger Moment zu verstehen. Jeder liebt die Bienen auf seine Art und wir können uns aber trotzdem wunderbar friedlich begegnen. Und dieser letzte Teil, wir können uns wunderbar friedlich begegnen, an dem müssen wir arbeiten. Gell? Dem müssen wir arbeiten. Also, aber du wolltest ja wissen, wieso? Ja, Ja, wieso? das weiß ich auch nicht. Das weiß Du, ich auch nicht, hast aber du ich da, glaube, ganz weil kurz, Jürgen, hast du hinten noch einen Ton im Ohr beim Handy oder so? also ich habe mein Handy laufen, Aber ohne damit ich Ton? den Chat sehen kann. Aber ohne Ton, ne? Ohne Ton. Ah, Da habe gut, ich den passt. Nein, Ton. dann habe ich noch, dann war das vor. Alles gut. Ja, ich wollte wissen, aber Ausgefallen, warum, gell? was hält ein, es ist ja, wie gesagt, ich über 25 Jahre, was hält ein, weil es ist ja auch Arbeit, du hast ja da massiv Arbeit reingesteckt. Es ist ja nicht gerade, dass du, sagen wir, hinterm Haus zwei Bienenvölker hältst und sagst, ich habe jetzt 25 Jahre geimkert. Na, du hast ja richtig, richtig Zeit in das Ganze gesteckt. Ob es eben jetzt die Gründung der Imkerschule ist, dann die ganzen Seminare. Und jetzt halt geht es halt weiter mit dem neuen Verein. Man, was lässt einen da gar nicht los? Naja, also ich glaube, dass dieses elektrifiziert sein, dieses elektrisiert sein von den Bienen, ich glaube, dass das schon der Punkt ist, der uns alle Schmerzen überstehen lässt. Diese Liebe da, die man zu den Bienen hat und diese viel, wir haben ja eigentlich nur Probleme, vor allem am Anfang, solange man nicht weiß, wie es geht. Und ich habe auch ziemlich lange nicht gewusst, wie es geht. Ich bin ja praktisch ausgebildet worden vom sogenannten Establishment, Okay. Berufsschule in Hohenheim. Damals war die, hatte in Baden-Württemberg noch eigene Berufsschule. Und ich habe das ganze Elend gelernt, das heute noch die meisten Imker praktizieren. Zweiräumige Völkerführung, Kippkontrolle, Qualität der Königin spielt keine Rolle und so weiter. Ich musste ja eigentlich durch das Tal das Chaos durch und da hätte ich fast den Bettel hingeschmissen. Hätte ich Schon. fast den Bettel hingeschmissen, Schon, ja, hätte ich okay. ihn, weil nichts funktioniert, also viel zu viel Arbeit, viel zu viel Zuckereinsatz zum Überwintern. Die Königinnen schwärmen ab, statt Honig zu bringen. Sie machen keine großen Völker. Diese scheiß Kippkontrolle, runter und dann reinrauchen und mit der Taschenlampe, dann schwärmen sie trotzdem ab, weil natürlich nicht die Zellen Ja, unten sind. völlig Ein unnötig. Anfänger weiß das nicht, der glaubt es, Ja. wenn das irgendwelche Leute mit einem Doktortitel sagen. Ja, und das glauben ja heute noch Tausende von Leute. Sieht man ja, wenn man da auf diesen YouTube-Channels guckt, wie das mit Händen und Klauen verteidigt wird. Und deswegen habe ich mich ja übrigens auch ganz rausgezogen aus diesen Streitereien auf YouTube. Und das kann ich nur jedem empfehlen, auch dir und allen anderen. Leute, lassen wir die anderen ihr Ding machen. Völlig Die richtig. müssen wahrscheinlich alle durch das Tal der Tränen durch. Ja. Und entweder sie hören dann auf oder sie sagen, so wie ich, das kann ja wohl nicht sein. Da gibt es Imker, die erfolgreich sind. Ich bin nicht erfolgreich. Was machen denn die anders? Und das war eigentlich nach 7 oder 8 Jahren Imkerei, war das für mich der Turning Point. Und ich hatte Gott sei Dank einen, der mich Hattest du deinen ans Meister Ohr dann schon? aufgenommen hat. Hattest du da Hans den? Bär. Hattest du Was? deinen Meister schon? Also, bist, also bei, Ja. beim, den hattest du schon. Ja, man muss ja eins wissen, gell, Meister. Meister bedeutet ja, dass man die Lehrberechtigung hat. Das bedeutet ja nicht, dass man Imkermeister, also ein Meister Nee, im Imkern ist. hätte mich nur interessiert, ob du die Zeit schon investiert hast zur Meisterschule und dann eigentlich, Ja, okay. bei mir war es so, dass ich die Gesellenprüfung, Gehilfenprüfung heißt es ja in der Landwirtschaft, da hilft man dann sozusagen, dass ich die absolviert habe. Und im Jahr danach war ein Meisterlehrgang. Und den haben sie nicht vollgekriegt im Regierungspräsidium. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht die Meisterschulung und Prüfung da machen will. Ein Jahr schon nach der Gehilfenprüfung. Und hochmütig, wie ich damals war, dachte ich, ja, das passt zu mir. Gell? Okay. Und habe das dann gemacht.
Okay. Und normalerweise muss ich aber da mindestens 3 Jahre mit einem großen Betrieb oder 6 Jahre ansonsten dazwischen haben. Und die Regelung ist auch richtig. Denn die Tatsache, dass ich da gleich nach meiner Gehilfenprüfung dann den Meisterbrief bekommen habe, war schlecht für mich. Es war schlecht für Weiß, mich. blöd gesagt, ein bisschen überheblich war es dann, oder wie? Weil, Du ja. denkst dann, und das denkt ja ein Anfänger sowieso nach 2, 3 Jahren. Ja. Randy Oliver hat ja so eine Grafik da veröffentlicht. Na, in 2 Jahren hat man sozusagen sein Erfahrungsmaximum als Imker und im 3. Jahr kommt dann der Zusammenbruch. Gell? Und man denkt wirklich am Anfang, man weiß, wie es geht. Und das war eigentlich nicht gut für mich, gell? Weil ich habe dann gedacht, jetzt bin ich habe ich den Höhepunkt meiner Erkenntnis erreicht. In Wirklichkeit war ich ganz am Anfang. Und das kann Okay. auch gar nicht anders sein. Solange man jedes Frühjahr Kopfschmerzen hat und denkt, wie wird das Frühjahr, was muss ich tun, und nicht weiß, was man tun muss, solange ist man Anfänger. Und deswegen, aus der Zeit kommt mein Satz, Anfänger ist man die ersten 10 Jahre lang. Okay. Das will ja niemand, habe ich auch nicht hören wollen. Mir hat damals der Friedmann war also mein Prüfer in der Meisterschulung. Das war ja dieser Demeter-Imker. Da gibt es ja 3 oder 4 Leute, von denen du geprüft wirst. Und der hat mir damals gesagt, du brauchst 10 Jahre, um deinen eigenen Weg zu finden. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, der Friedmann, was für ein Depp, gell? Aber ich sage dir, er hat recht gehabt. Okay. Er hat recht gehabt. Ja, Hat sogar länger gebraucht als 10 Jahre. Ja, weil. ich habe Ja, gebastelt, so wie du. na. Reisen sich am Riemen hier, Binder. Nee, alles gut. Nee, ist definitiv auch interessanter Ansatz. Beziehungsweise, man muss ja sagen, wenn man jünger ist, dann meint man sowieso, man kann, glaube ich, alles, egal ob das jetzt in der Imkerei ist oder. Auto fahren und dann fährt man den Graben runter, ist egal. Ich glaube, das ist, hat damit auch ein bisschen was zu tun. Aber du hast ja dann eben 2000, beziehungsweise wann war bei dir so der Peak, wo du gesagt hast, jetzt, also wo du ehrlich sagst, jetzt kann ich's. Wann war das? War das vor 5 Jahren oder? Also, ich würde mal sagen, den Peak erreicht man überhaupt nicht. Ja, aber sag mal so, Sattel, da wo du sagst, jetzt bin ich sattelfest, jetzt. Ja, sattelfest, Ja, aber also ja, da wo richtig sattelfest. du halt immer das Angst, das frühere Problem hast. Ja, das war vor 10 Jahren Vor 10 Jahren, so. okay. Und wo ich nicht mehr das frühere Problem hatte. Also du musst 10 Frühjahre auch erleben. Die sind so unterschiedlich, um zu wissen, was zu tun ist. Und ich habe ja damals habe ich ja zusätzlich noch im Süden Europas Bienen gehabt. Das heißt, ich habe das Frühjahr ja zweimal erlebt und Okay. ganz anders im Süden. Und Ja. das hat den Erfahrungshorizont richtig, richtig gepusht. Gell? Und es gibt ja leider gerade da in irgendwelchen Imkerforen oder Facebook und YouTube, da gibt es ja irgendwelche Leute, die kritisieren, dass man im Ausland ist, aber das ist ja völliger Unfug. Ja. Wir sind ein Land, Europa, wir wachsen zusammen und nur weil Deutschland so klein ist und manche nicht über den Tellerrand rausblicken, beschränken sie ja auch die Entwicklung ihres Erfahrungshorizonts. Gell? Also für mich war eigentlich das Allerwichtigste die 15 Jahre, wo ich im Ausland war und im Austausch mit anderen war und gesehen habe, Moment einmal, die Imkerei hängt von so vielen Faktoren ab. Wenn du das richtig machen willst, dann darfst du das nicht nach Schema F machen, sondern du musst immer auf die Biene schauen. Die Biene, die Umgebung, das Wetter, also die Temperatur und was hat sie an Nahrungsquellen zur Verfügung. Und dementsprechend muss man sich dann verhalten. Ja, und die Imker-Schule ist eigentlich nur deswegen gegründet worden, weil ich habe meinen Weg gesehen von der Standard-Imkerei, wie sie heute auch noch in Bienenzeitungen, also in manchen mehr, in manchen weniger. Aber also diese zweiräumige Völkerführung zum Beispiel, ich meine ja eigentlich in erster Linie das. Zweiräumige Völkerführung mit Kippkontrolle ist ein Rückschritt. Ich möchte gar nicht, also eigentlich war man da war vor 100 Jahren schon weiter, als man heute ist. Das ist im Wesentlichen dafür verantwortlich, warum wir so viele
ein so hohes Bienensterben haben von den Imkern, weil die Schwärme zu abbekommen. verantworten das Bienensterben und zu wenig Honig. Also ich und, habe und, auch, wenn ich schon reingrätschen ja, darf. Pass auf, Ja? ich möchte den Gedanken gern zu Ende führen. Gerne. Und als ich dann bei Hans Bär war und gesehen habe, was Imkern eigentlich bedeutet, erstmal das Bienenvolk richtig würdigen und dann selbstverständlich ist die Qualität der Königin ausschlaggebend für die, also ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, bei uns in der Imkerbranche, dass die Qualität der Königin keine Rolle spielt. Jeder Landwirt wird selbstverständlich mit einer Genetik arbeiten, die viel Milch bringt oder die viel Fleisch bringt. Man kann es natürlich züchterisch auch übertreiben, aber bei der Biene sind wir nicht. Noch lange nicht bei dem Punkt, wo das übertrieben wird. Wir sind am Anfang bei der Biene. So, und nachdem ich das alles gesehen habe und das Elend meiner Kollegen um mich herum und in den Imkervereinen, dachte ich, ja, jetzt fängst du an und gibst das Wissen langsam weiter. Das war vor 10 Jahren. Und ich habe also vor 25 Jahren meinen ersten Imkerkurs gegeben, wo ich das Liebigwissen weitergegeben habe. Da schäme ich mich noch heute dafür. Aber wenn man jetzt bei dir, ich habe gesehen, du machst da, beziehungsweise habt da ein bisschen was vorbereitet. Du hast da jetzt einen Kurs, da kann man reinschnuppern. Und der Kurs, der geht direkt bei dir. Also man kann auch direkt. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch nicht, also ich weiß nicht, wie das bei euch aufgebaut ist in der Schule. Kann man da direkt Kurs beim Herrn Binder buchen oder ist einfach mal bucht ein Kurs und dann kommt irgendeiner? Oder wie ist das? Nee, also ich habe in der Corona-Zeit habe ich solche Kurse gemacht. Einsteiger, das ist für die, die eigentlich noch gar keine Biene haben. Mhm. Anfänger, das sind für die, ja, die seit 2 bis 10 Jahren Imker sind. Ja. Und dann für Fortgeschrittene. Und es sind jeweils 10 Vorträge, jeweils 2 Stunden mit PowerPoint. Und die stehen online zur Verfügung. Die kauft man für 95 Euro oder für 230. Und dazu gibt es eine Live-Demonstration am Bienenvolk, wo ich dann 6 Lektionen zeige am Bienenvolk, wie man das dann macht und so Aber weiter. Du bittest ja jetzt einen Schnupperkurs an, so einen Gratis-Schnupperkurs. Ja, das ist was anderes. Das ist jetzt praktisch da kann ich für, gleich was einblenden. Für, ja, das ist jetzt für Leute, die noch nicht unsere Schulungen gemacht haben, für Anfänger, eigentlich für völlige Anfänger oder für Anfänger. Da gebe ich 8-mal einen so Basiswissen, ja, was ist die Beute, was ist das Rähmle und wie Lebenslauf einer Biene und solche Sachen, um den Leuten den Weg zu meiner Sprechstunde zu ebnen. Weil du hast ja da solche YouTube-Kurse und bei mir ist, ich habe ja auch Sprechstunden, gell? Für Anfänger und für Fortgeschrittene. Und Live-Demonstrationen am Bienenvolk habe ich nächstes Jahr auch, gell? Aber bei mir kostet es was, gell? Da ist nicht umsonst. Ja, weil ich bin ja kein Bastler mehr. Ich weiß ja schon, wie man bastelt. Du, da gebe ich dir völlig recht. Ich bastel aber bestimmt noch ein bisschen weiter. Aber ich habe jetzt einen QR-Code eingeblendet. Ist jetzt der QR-Code, ist das, da habe ich gesehen, das ist ein Gratis-Kurs von dir. Das kann ich, ja. Ist das online oder ist das face-to-face? Nee, der ist online. Der okay. ist Mittwochs um 20.30 Uhr. Also, und das ist der QR-Code, da könnt ihr kommt ihr an den Link ran. Genau. Und könnt euch registrieren. Da muss ich mich fast registrieren. Ja, du musst, du bist ja Anfänger, gell? Ja, eben. Du. Ja. Aber das Blöde ist, also es ist ja schlecht, wenn ich auf YouTube dann den Namen ändere. Dann heißt es dann ja. der Bastlerprofi. Ich weiß nicht, wie ich dann mit der Situation umgehen muss. Tja, das, aber du wirst ja da dann sowieso nicht speaken, sondern du darfst ja da maximal im Chat Fragen stellen. Gell? Ja, ich meine jetzt, wenn ich dann deine Schulung durchgehe und dann habe ich mein Next Level erreicht, dann muss ich auf YouTube ja meinen Namen ändern. Dann habe ich ein Problem. Also schwierig. Da bin ich dann im Zwiegespalten. Aber wo liegt das eigentliche Problem? Verstehe ich gar nicht. Ja, das Branding muss ich ändern. Das ist wie wenn man eine Automarke dann ändert. Das geht ja gar nicht. Ja, das Branding sollte sich auch ändern, gell? Und irgendeiner schreibt hier nämlich, die Alten haben die Erfahrung und die Neuen sind offen für Neues. Ja, genau, das ist der Punkt. Und wir müssen als Alte, als älter werdende, also alt ist ja hier eigentlich also ein etwas vereinfachter Begriff, als Leute, die schon länger dabei sind, wir sollten uns die Offenheit bewahren
Das ist gar nicht so einfach, Ja, gell? das ist sehr schwierig sogar. Ich habe mir immer am Ja, Anfang gesagt, aber ich bin sollten uns die offen, Offenheit ich bin bewahren, zu offen. hören. Aber ich Und das merke halt selber Problem. schon, dass man schön langsam, also nicht, aber schön langsam die Wege enger werden. Die wird enger und das ist ein Problem. Und wenn das, vor allem, wenn das zu früh eng wird. Und ich sage dir, das Problem ist natürlich, mir kommen Leute mit irgendwelchen Sachen, die ich vor 20 Jahren schon ausprobiert habe, wo ich gesehen habe, dass es nicht funktioniert. So, sowas kommt natürlich auch auf einen zu. Aber ich erlerne jedes Jahr neue Aspekte der Bienenhaltung dazu. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum ich das Weimarer Bienensymposium gemacht habe. Ich habe doch das ist ja 2 Jahre älter als die Imkerschule. Das war eigentlich mein erstes Schulungsprojekt. Ich dachte, es gibt in Deutschland keine Konferenz, die mich interessiert. Keine Bienenkonferenz. Ja, es gibt im Grunde genommen gibt es den Deutschen Imkertag. Dann gibt es die Landesverbände, die haben auch ihren Imkertag. Dann gibt es Donaueschingen, so hieß es damals, und Soltau, die Berufsimkertage und den Apistikus. Und bei allen diesen Konferenzen gibt es zwar ein paar Vorträge, aber halt nur ein paar. Ja. Und die Qualität, ja, also lässt zum Teil sehr zu wünschen übrig. Und dann hört man immer das Gleiche. Jedenfalls schaut man nicht über den deutschsprachigen Raum hinaus. Und dann dachte ich, das will ich anders haben. Ich will jetzt eine Konferenz, wo ich wirklich was dazulerne. Und das war eigentlich mein Einstieg in die Imkerschule. Und dann erste Konferenz und zweite. Und dann habe ich gemerkt, dann habe ich Anzeigen geschaltet in den Bienenzeitungen, gell? Es gibt ja heute noch Leute, die sagen, sie wissen nicht, dass die Konferenz stattfindet. Das ist natürlich Unfug. Ich habe jahrzehntelang, also ein Jahrzehnt lang, seit 2 Jahren mache ich es nicht mehr, seit Corona, habe ich in allen Bienenzeitungen Anzeigen geschalten. Und ich habe zum Teil sogar 4 Jahre lang so einen Beileger gemacht, so einen achtseitigen großen Beileger. Und habe den in die großen Bienenzeitungen beigelegt. Es hat ein Schweinegeld gekostet. Ja? Also Ja. jeder in Deutschland kann wissen, dass es diese Konferenz gibt. Und ich soll da was sagen. Das ist eigentlich meine wichtigste Fortbildung. Meine wichtigste Fortbildung. Da lade ich die Leute ein, die mich interessieren, die mir das Jahr über begegnen, die ich irgendwie inspirierend finde. Und ich muss eins sagen, das ist eigentlich die wichtigste Nahrung für mich. Ja, also Kann ich nur wenn du dir deine eigenen Leute rauspickst, dann ist natürlich klar, dass sie dich interessiert. Die Frage Ja, wen ist, soll ich sonst einladen? Hier Leute, die mich nicht interessieren. interessiert es dann den Rest auch? Tja, also Ist eigentlich können da ja 135.000 Leute kommen, gell? okay, was habt Und ihr, also mal Spitzenzeiten? es kommen 180 bis 200. Es kam auch schon mal 400. Ganz am Anfang kamen 100 oder 50, logisch. Das ist natürlich gewachsen. Okay. Und ja, ich weiß auch nicht, aber ich schätze mal, Imker haben kein Interesse an Fortbildung. Genau aus dem Grund, weil sie nach 3 Jahren schon wissen, wie es geht und das dann den Rest ihres Lebens machen. Das ist der Jupp zum Beispiel, gell? Der war ja auch noch nie in Weimar. Wie kann das Nee. sein? Oder du zum Beispiel, du gibst hier Fernsehfilme, bist ein YouTube-Star und hast noch nie dich selber auf dieser Also ich ja, habe mich fortgebildet, da bevor es schon, gell, ja, aber das stimmt wo? nicht, aber auf so einer war ich noch nicht, stimmt. Also Ja, aber ich warum? also Weil du alles beim weißt. nein, bei mir ist persönlich eher der Faktor Zeit. Hört sich jetzt vielleicht Jetzt erzähl doch keinen aus Unfug. natürlich, Jürgen, du meinst, ich mache da nur ein paar Kinofilme. Du, ich habe da noch ein paar andere Aufgaben, die ich stemmen, meistern muss. Und dann ist, so wird es die Messe da, das ist so ein Tag, also wenn für mich ein ganzer Tag kaputt ist, den muss ich mir schon ein bisschen rausschnitzen. Und ist sicherlich interessant, ohne Frage. Und vielleicht wird es nächstes Jahr sich rausgehen, aber es ist für mich wirklich der Faktor Zeit. Ja, aber dann, Bastler, du sagst gerade was anderes. Du sagst, meine Prioritätenliste verläuft anders. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei den 135.000 Imkern so, dass 134.800 keine Priorität auf Fortbildung legen. Legen keine Priorität auf. Sonst wären sie nämlich da. Sonst hätte man nämlich längst die Weimar Halle mit 1.200 Leuten gemietet. Die kommen Also, einfach nicht. das kann ich jetzt nicht ganz so bestätigen. Also, ich habe glaube ich über 16 oder 17 Kurse gemacht. Sind zwar jetzt nicht so bestimmt nicht so professionell wie deine.
Aber die ersten 1,5 Jahren ging das, glaube ich, waren es, ja, ich muss nochmal nachschauen, hab's da hängen, 17 Kurse waren es. War jetzt damals vom boah, Zertifikat hängt noch, vom Bayerischen war das, vom Bayerischen Imkerbund ging das aus. Ja, aber das kann ich überhaupt. Also, man soll ja Ist über sein klar. eigenes Ding nicht lobend sprechen, gell? Aber das kann ich überhaupt nicht vergleichen. Und das ist Unterschied, Möchte wie ja wenn du. nicht. Ich möchte nur sagen, ich habe da schon meine Prioritäten gesetzt. Bloß bei Ja. mir war das dann eher so Fortbildung durch Eigenbildung. Also ich Ja. habe mir viel, ich hab viel gelesen, ich habe viel, auch wenn es vielleicht nicht so, ich habe viel über YouTube am Anfang angeschaut. Da hat es am Anfang ein, zwei interessante gegeben. Man muss halt viel selektieren. Man darf halt nicht, wie du sagst, nicht alles glauben. Mit der Kippkontrolle habe ich von Anfang an nicht geglaubt. Weiß ich, dass das nach hinten geht. Ich arbeite nebenher. Ich habe keine Lust, dass ich dann beim Nachbarn 25 Schwämme runterhole, blöd gesagt. Man muss, ich habe da wirklich am Anfang alles, saug immer noch alles auf, aber so ein, ja, so ein entferntes Seminar ist halt für mich am Anfang so, oder ist immer noch ein bisschen ja, Thema. Zeit, einfach nur zeitlich. Ja, aber deswegen sage ich ja, das ist eine Prioritätensetzung. Ich bin ja hier im Schloss, gell, und da ist jede Woche eine Konferenz. Jetzt war zum Beispiel 4 Tage, Montag bis Donnerstag, eine Konferenz von Climate Farming. Das waren lauter junge Leute, jüngere Leute, die sind aus halb Europa dahergekommen, alles auch ehrenamtlich. Also da waren keine Funktionäre und nichts. Und die haben halt Priorität gesetzt. Sie wollen hier eine neue Community bilden. Und die Imkerschaft setzt diese Priorität nicht. Ich beschimpfe hier auch gar niemand, sondern ich stelle einfach nur die Fakten fest. Ja. Fakten sind, ich habe Stammkunden, die kommen jedes Mal, die haben, weißt, wenn man nicht am Bahnsteig steht, dann merkt man gar nicht, dass da ein Zug abfährt. Und das ist bei den allermeisten Imkern der Fall. Die haben gar nicht gemerkt, dass da jedes Jahr im Oktober oder November ein Zug abfährt, der sie brutal weiterbringt. Und stattdessen wird da YouTube geguckt. Und muss ich sagen, also ich habe jetzt da bei fast jedem mal kurz reingeschaut. Aber ich habe mich jetzt zu dem diplomatischen Statement hin, ich lasse mich zu dem diplomatischen Statement hinreißen. Ich kommentiere die YouTube-Kanäle anderer nicht. Das dürfte ja wohl genügen. Muss ich aber mittlerweile Deinen auch nicht sagen, übrigens. was? Wie? Deinen übrigens auch nicht. Du, alles gut, aber mittlerweile ich für mich auch entschieden. Ich glaube, ich Aber nee, kommentiere. das muss man. Das muss man. Na, Ganz da klar. sind wir wieder bei dem Punkt, wo du sagst, du hast am Anfang dich ein bisschen mit der Motivation, also mit Stimmungen mitreißen lassen. Ich Ja. habe am Anfang auch dich auf YouTube angesehen, muss ich auch sagen. Und man hat auch gemerkt, wie du da, wo du dich mitreißen lassen hast, dass das einfach, glaube ich, bei dir auch auf die Stimmung gegangen ist. Und man hat, ich glaube, und da gebe ich dir hundertprozentig recht, man muss sich einfach da raushalten, sein eigenes Ding durchziehen. Das ist viel gesünder und im Endeffekt bringt das andere eh nichts. Also das, da gebe ich dir Genau. völlig recht. Genau. Und auch so, irgendwie hat dieses virtuelle Leben hier am Bildschirm und mit YouTube und mit Zoom und Facebook und so weiter, das bringt die schlechten Seiten der Menschen zutage. Ja? Wenn man sich persönlich treffen würde, würde man normalerweise nicht so miteinander umgehen. Man würde sich an, also und Man hat jetzt an der Mitgliederversammlung des Berufsimkerbunds gezeigt, wie die YouTube-Mentalität ein bisschen in das reelle Leben reingeschwappt ist, aber es hatte überhaupt keine Chance. Also diejenigen, die da YouTube-mäßig im Live, im echten Leben weiter gestänkert haben, die sind gnadenlos untergegangen. Gott sei Dank sind wir noch nicht so weit. Also da waren ja dann in erster Linie ältere Männer im Saal, also lauter Imker halt. Und die haben sich da von diesem YouTube-Scheiß da und Facebook-Scheiß nicht beeindrucken lassen, gell? Also von der Mentalität. Und das ist dann wieder was mir Hoffnung gibt, dass die Menschheit vielleicht doch noch nicht untergeht, gell? Also das sollten wir jetzt respektieren, uns gegenseitig respektieren, auch wenn wir uns nicht kennen. Und wenn es nicht interessiert, der braucht ja nicht gucken, gell? Also ich gucke ja diese YouTube-Filme auch nicht. Ich gucke Joseph. die ersten 10 Minuten, von jedem habe ich die ersten 10 Minuten geguckt, ein oder zweimal. Ganz wenige habe ich mehr angeschaut und das reicht mir. Mehr brauche ich dann nicht wissen. Ja? Ich bin ja in der Branche Profi und du willst ja zum Beispiel hier keine, du bist ja kein Lernkanal, sondern du bist ja ein Nö. Unterhaltungskanal, so wie der Jupp.
Deswegen wollte ich auch in Donaueschingen von dir, in Friedrichshafen von dir wissen, warum machst du das eigentlich? Was hast du für ein Motiv? Das interessiert mich immer noch. Willst du eine Community aufbauen, die gemütlich ist, die so ein bisschen diskutiert, oder willst du sie vorwärts bringen? Was willst du mit deiner Community? Mit meiner Kom das, da muss ich ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich da über die Frage nochmal, das war relativ früh, was du erwischt hast, muss ich auch sagen. Aber im Nachgang habe ich über die ganze Frage nochmal, ja, das Ganze verinnerlicht. Es, also entstanden ist es wirklich damals aus dem, sagen wir, aus dem Umbauten. Und wo ich dann gemerkt habe, dass so viele, jetzt blöd gesagt, mit dem Problem haben oder mit dem Problem haben. Und ich da am Anfang, also ich habe jetzt nie einen Partner in dem Sinn gehabt. Ich habe mir für mich einfach das reingelesen und habe mir dann, habe zwar schon so Kurse gehabt, also gehabt und habe halt dann quasi für mich aber erst abgeht. Also ich hab mich gewusst, um was das geht und wollte dann gerade noch von dem Lehrer wissen, wie macht es er. Habe mich da entweder bestätigt oder gesagt, ja, der macht es so. Und dann haben wir gedacht, ja, wenn so viele damit Probleme haben und alle jammern immer nur, dass Winterverlust, die haben alle jammern, dass die Beute nicht passen, dann machst du das weiter. Die Fehler, wo ich jetzt mache in der Strecke, müssen ja die anderen nicht machen. Und du, es ist ja kein, es ist wirklich kein, gebe ich dir recht, es ist ja kein Lehrkanal, aber ich sag mal, zumindest sehen sie, was vielleicht nicht mehr extra zahlen müssen, was ich schon zahlen musste. Und ich möchte, wie du schon sagst, das soll eigentlich ein angenehmer Kreis sein, da wo man über solche Sachen sprechen kann, zeigen kann. Und wenn dann drunter ein Kommentar kommt, du pass auf, das habe ich ganz anders gelöst, dann ist doch, dann hilft doch das jedem irgendwie weiter. Also, das finde ich gut. Ich glaube, Gottfried, wenn du eine respektvolle Community aufbaust, die sich mit dem Wesen des Bienenvolks beschäftigt und mit Handgriffen, wie kann man es einfacher machen, wie kann man es machen, ohne dass man das Bienenvolk stört, dann ist das eine wertvolle Sache. Aber in dem Moment, wo du über Sachen sprichst, die längst standardisiert sind und anfängst zu basteln. Das ist ja das, was mir an deinem Namen nicht gefällt. Basteln ist eigentlich ein Dilettantismus. Du hast mir da vorhin geholfen bei Instagram, wie man das da postet, gell? Und da dachte ich, ja, guck her, ich bastel jetzt, ja? Du hast gewusst, wie es geht, und ich habe nichts gewusst und habe gebastelt. Und ich würde jetzt mich nicht hinstellen und würde den Leuten erklären wollen, was ich bei Instagram für Fortschritte mache. Da muss ich ein bestimmtes Level haben. Und ich weiß gar nicht, ob du das hast. Ich nehme schon an, dass du das hast, weil du hast ja Biene. Und du hast einen schönen Bienenstand. Aber das wäre, denke ich, das wäre wertvoll, wenn du eine positive Community aufbaust, die respektvoll und wertschätzend miteinander umgeht. Das kannst du auch. Gell? Das kann ich auch und das habe ich auch schon mittlerweile. Ich muss echt sagen, die gibt es wirklich ja nur herzliches Dankeschön an die ganzen Leute. Die sind sicherlich gibt es immer wieder ein, zwei, die wo vielleicht meinen, sie müssen mehr, aber die gibt es überall. Aber die Masse kann ich nur bestätigen, ist eine wirklich tolle Community. Und wie gesagt, ich habe einige Fehler gemacht, viele, viele. Und warum, wenn ich es zeigen kann, müssen es die anderen nicht machen. Ja, genau. Ja, und warum machst du jetzt hier eine Dadan 3? Du bist ja eigentlich ein Zanderimker, oder? Ich bin eigentlich Zanderimker, genau, nicht Zanderimker. Zander eigentlich, wo ich begonnen habe, aus ganz geschuldet einfach nur das, weil es auch bei uns in der Region massiv verbreitet ist. Wenn du im Volk kaufen möchtest als Anfänger, kauf da Zander. Wenn du im Volk verkaufen möchtest, bist du mit Zander viel leichter unterwegs. Und ich möchte das System jetzt gar nicht schlecht reden. Und mir hat aber mein Wissensstand, da fehlt mir mehr, ich weiß irgend, aber mein Wissensstand, ich habe jetzt auch die Mini Plus, also ich habe zwei Zweirambeute, ich habe die Mini Plus, relativ klein, bringe die ohne Probleme über den Winter. Aber eine Großrambeute habe ich eben noch nicht oder hatte ich noch nie. Und da wäre es mir eigentlich egal gewesen, welche, aber dadurch jetzt jeder sagt, da dann ist das Beste, da gibt es nichts drüber. Also
die eine Richtung. Da dachte ich mir, Großraumbeute möchte ich testen. Warum nicht die Deodorant? Bin ich sowieso, jeder sagt. Und jetzt halt eben die Deodorant. Wollen wir uns ein 2 Minütchen über die Frage austauschen, warum der Dant? Ich glaube, das ist wichtig für die Leute. Weil im Grunde genommen es ist eigentlich egal, ob man jetzt Zadant nimmt. Es gibt also Zadant, Zander anderthalb. Ja, das sind schon mal zwei, die sich die Ableitungen von Zander. Dann gibt es Deutsch normal anderthalb. Dann gibt es da dann Blatt, dann gibt es da dann modifiziert und dann gibt es auch noch allerhand Hochwaben bei Druckbeuten und so weiter, also Da da kann umgedreht ist der Dant und so. ja. Aber haben ja eigentlich alle das gleiche Volumen, mehr oder weniger, die gleiche Fläche, aber entstammen eben anderen Systemen. Dass die ältesten beiden sind ja Langstroth und der Dant, wobei der Dant, da gab es ja, bevor es der Dant Blatt gab es ja noch der Dant Quimby und noch ein paar andere. Also die haben ja auch im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts gesucht, wie groß muss eigentlich die Höhle für ein Bienenvolk sein? Die optimale. Damit auch Winterfutter reinpasst, damit die Brut alle reinpasst und dann setzt man Honigraum drauf. Gell? Und da gibt es eigentlich diese zwei Systeme, Langstroth und der Dant. Da dann selber Quimby war zu groß und dann kam ein Herr Blatt, das ist ein Schweizer, zum Herr Dadant und die haben dann das Modell Dadant Blatt entwickelt. Und Dadant Blatt hat sich dann ja in Frankreich und Deutschland und auch in einigen anderen Ländern durchgesetzt. Und später hat Herr Dadant und Herr Langstroth ihre beiden Systeme harmonisiert und standardisiert. Und deswegen hat dann Dadant gesagt, okay, ich verändere die 10er Dadant-Blattbeute so, dass man die Langstroth-Beute als Honigraum verwenden kann. Und so entstand später Dadant modifiziert. Dadant modifiziert ist kompatibel mit Langstroth. Gell? So, und Herr Langstroth hat den B-Space erfunden. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere, 1800 42, nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest. Aber das ist ungefähr 170 Jahre her. Wir haben seit 170 Jahren kennen wir den B-Space, wo dann der Abstand zwischen den Waben und der Oberträger und so weiter so ist, dass es keine Verbauung gibt. So, und dann kam man wieder, jetzt gehen wir gedanklich wieder nach Deutschland. Zu der Zeit hatten wir noch Hinterbehandlungsbeutler, 150 Maße. Und später im Laufe also Anfang der 30er Jahre, hat man dann in Deutschland schon versucht, die Maße zu standardisieren. So entstand dann Deutsch Normal, das ist eigentlich das alte Datemaß. Und damals war schon Armbruster dagegen und Gerstung. Die haben gesagt, das Maß ist zu klein. Das reicht nicht aus. Und natürlich nach dem Ersten Weltkrieg musste man sparen, Energie sparen und Platz sparen. Da haben dann die Leute alle ihre eigenen Beuten gemacht, selber zusammengebaut und das Wissen über den B-Space ist verloren gegangen. Und im Verlauf der 30er und 40er Jahre hat dann Zander die Langstroth-Beute modifiziert von dem amerikanischen Maß, Inch-Maß, da hat er aufs Dezimalmaß umgewandelt. Aber natürlich auch, weil es ja nicht sein kann, dass wir da irgendeine Beute aus dem Ausland haben. Wir brauchen unsere deutsche Beute. Ja, Zander, der war so ein Großmeister, wie sie da einige gab. Ja, also Gerstung, Cheerson, Armbruster, das waren alles Großmeister. Früher ist man da auch, haben die dann auch entsprechende ja, Positionen gehabt. Und auch Zander hat einen Teil des B-Space übernommen. Er hat nämlich die Rähmchen wie bei Dadant Blatt um 7 mm nach unten gesetzt. Und ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ob Zander eigentlich der Schuldige ist, dass der Oberträger dünner gemacht wurde oder ob das einfach irgendwelche Imkerhändler waren. Jedenfalls haben wir die meisten einen Oberträger, der dünn ist und der schmaler ist als 28 mm. Ja. Und das sind die zwei Fehler, die zu einer Verbauung führen. Und das weiß man eigentlich alles.
Und wenn man jetzt aus Xander Zadant oder Xander anderthalb macht, oder aus Deutsch Normal, aus dem Murks Deutsch Normal, ich sage das ganz, ganz, ganz wertfrei. Es ist einfach ein Ja, Murks. ich höre zu. Die Ohren sind zu kurz und der Bassbreath stimmt nirgends. Und bei der Segeberger übrigens auch nicht. Und wenn man da oben einen Deckel drauf tut, da hat man Sauerei beieinander, gell? Deswegen wird ja da die Plastikfolie drauf gelegt. Die wird ja nicht drauf gelegt, damit man sieht, die Bienen sieht, wenn man Deckel aufmacht, Ja, sondern es der hat wird mir drauf gelegt, weil der Wildbein. Bassbreath nicht stimmt, gell? Also, und dieser ganze Murks wurde dann verwandelt in eine Großraumwabe. Und jetzt wird der Murks in der Großraumwabe weitergemacht. Und deswegen sage ich, Leute, macht einen Schnitt, nehmt das internationale Standardmaß Dadant und eure alten Beuten, die könnt ihr nehmen, um einen Schrank zu bauen, um irgendwas, um eine Werkzeugkiste zu machen. Oder man kann sie auch in der Ofen stecken, wenn es kalt ist. Weil jetzt, wenn der U-Putin das Gasholz ausschaltet, da könnt ihr die ganzen alten Zanderrähmchen und Deutsch-Normal beuten, da könnt ihr alle da reinhauen. Ja? Also, man muss halt irgendwann auch mal den Schritt machen, sich von einem Murks zu trennen. Man kann weiter murksen, kein Problem, wenn man sparen will und so weiter. Aber zum Beispiel habe ich ja hier den wunderbaren Eberhard Dietz. Ja? Der ist hier, der war 10, 20 Jahre lang Vorstand von meinem Imkerverein in Künzelsau. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, gell? 70 oder so oder 65, 70. Und er hat jetzt da, zu Covid-Zeiten hat er da meine Kurse angeschaut. Ich war ja vorher schon ab und einmal im Jahr bei der Mitgliederversammlung und da habe ich ja nie meistens nichts gesagt, weil wenn ich nicht gefragt werde, sage ich nichts. Und da hat er mir dann zugehört. Und er hat da vor 1 oder 2 Jahren hat er seinen ganzen Zandersach abgestoßen, nachdem er 49 Jahre geimkert hat. Und er hat vorher geschaut, wie es bei mir aussieht und wie es aussehen kann. Und hat gesagt, ich habe 49 Jahre lang mit einer Murksbeute gearbeitet. Und das ist für mich eine wertvolle Aussage, weil da hat jemand, der wirklich überhaupt nicht verdächtig ist, da irgendeine Propagandarede zu halten. Der hat einfach viel Erfahrung mitgebracht, hat gesehen, wie läuft es, wenn der Bisbee stimmt, wie läuft es, wenn die Größe der Beute stimmt. Es ist ein ganz anderes Imkern. Und dann hat er den Schnitt gemacht, hat das Alte weg und hat das Neue hergetan. So, und je früher ihr das macht, umso weniger Murkserei habt ihr. Fertig. So einfach ist es. Leute, jeder hat die Freiheit zu murksen, so viel er will. Und so lang er will. Ja, das ist mir egal. Aber ihr müsst es nicht machen. Wir haben genug Erfahrungsberichte von erfahrenen Imkern, die umgestellt haben und sagen können, warum habe ich das erst jetzt gemacht? Und das ist das, was ich zu der Frage Dadant oder Zadant oder Deutsch nochmal anderthalb sagen möchte. Eigentlich für die Biene reicht das Maß. Aber der Bisbee stimmt nicht, es sind so viele Fehler in der Konstruktion, um die Sache zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Ein Maß für Deutschland, entweder Langstroth oder Dadant modifiziert und fertig. Was mache ich mit meinen ganzen Zanderbeuten? Kaufst du mir die ab? Raus sie zum Teufel! Ey, die sind hoch. Übrigens, das muss man noch machen. Zum Bienenstand kommst du noch, aber das machen wir nächstes Ja. Jahr unbedingt, Ja. weil, wie gesagt, ich habe da einfach mit dem Wetter Bauchschmerzen. Wenn du schon zu mir kommst, dann mache ich da was mitnehmen für mich. Dann mache ich ja was lernen. Und dann möchte ich ja die Völker richtig aufmachen und nicht nur so ein bisschen reingucken und Angst haben, dass wenn ich die Königin zerpatze, wie immer. Aber das machen wir noch irgendwie, gell? Also du schaust nochmal nächstes Jahr im Frühjahr, weiß nicht, mal mehr zu was, müssen wir mal telefonieren, dann schaust du nochmal vorbei und schaust du mal meinen schönen Bienenstand an. Und ich kann meine Zanderbeuten nicht weggeben, das sind hochqualitative Schreinerbeuten, die musst du mal anschauen. Ja, meine waren das auch. Ich habe sie machen lassen aus Weimutskiefer. Ja, meine Und auch. ich hab sie für 5 € verkauft. Und jedem, der sie gekauft hat, habe ich gesagt, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum ich die abstoße? Und da haben sie mich dann verdutzt angeguckt. Ja, aber dann kommt wieder Ja, und der haben Faktor gesagt, nein. Sparfuchs. Ja, also, lieber Bastler, ich sage es nochmal, du kannst machen, was du willst, sowieso. Aber du wirst, wenn du an den Punkt gekommen bist, wo Ja. du umstellst, wirst du dich zu Tode ärgern,
dass du das nicht schon 10, 20, 30 Jahre früher gemacht hast. Das ist die Botschaft, die ich heute sage. Auf die könnt ihr mich festnageln. Gell? Das ist aber immer so. Wenn ich ewig lang das eine Modell gefahren bin und sage jetzt das andere, wenn man über Jahre sich dann, klar, dass man sich dann ärgert. Aber die Frage ist halt, also wie gesagt, ich bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt schlägt in Großraumbeute. Vielleicht, wenn das so ist, dann habe ich ein wirtschaftliches Problem, Herr Binder. Ja, wieso? Ja, der alles Ja, aber auch. du hast, also guck mal, da schreibt irgendjemand im Chat jetzt hier, welches ist die richtige Beute. Der hat nicht richtig zugehört. Es gibt nicht die richtige Beute. Ja, ihr könnt in allen Beuten impfen. Ich sage euch, die internationale Standardbeute, die hat keinen Fehler mehr. Da gibt es auch nichts mehr zu basteln. Leider haben sich die Hersteller nicht auf eine Standardisierung geeinigt. Man muss dann bei dem Hersteller bleiben, bei dem er ist. Ja, das ist die einzige Einschränkung, wobei einige Hersteller haben sich harmonisiert. Und alles andere ist Geld zum Fenster rausgeschmissen. Geld zum Fenster rausgeschmissen. Bastler. Gell? Fertig. Das ist alles, was ich sage. Und jeder hat die Freiheit. Also, das ist im Grunde genommen ein Holzfahrrad, die Zanderbeute. Ja? Dreist, du sitzt auf dem Holzfahrrad. Und du hast das wirtschaftliche Problem hast du damit, indem du mit einer nicht ergonomischen Beute arbeitest. Der Biene ist es relativ egal, sondern die Arbeitsersparnis, die kommt bei dir. Ja, Die kommt bei dir. wie gesagt, da nagel ich die fest im Frühjahr, Ja. schaust vorbei und dann lasse ich mir da mal privat ohne Kamera und dann nachher sage ich, wie es wirklich geht auf YouTube. Haha, da verrate ich alles. Genau. Und guck her, einer schreibt hier zum Beispiel, das ist absolut beliebig nachgeplappert. Großraumbeuten sind scheiße, da man zwei Wabenmaße hat. Der hat nicht verstanden, dass die Wabe in einem Brutraum ein technologisch ganz anderes Produkt ist als die Wabe in einem Honigraum. Wabe vom Honigraum in den Brutraum hängen, ist eine Sünde am Bienenvolk. Eine Wabe im Brutraum ist an drei Seiten nicht angebaut, sodass sie vibrieren kann. Da stören unsere Drähte. Ja? Aber das ist ja wieder ein anderes, das ist ja dann sozusagen unser Problem, dass wir dem Bienenvolk ein Problem machen, das das Bienenvolk normalerweise nicht hätte. Die Drähte. Eine Wabe im Brutraum ist nicht ans Holz angebaut und kann vibrieren. Und eine Wabe im Honigraum ist an allen vier Seiten angebaut und kann nicht vibrieren. Und Leute, ich sage euch, ich habe auch ein Jahrzehnt lang Waben aus dem Honigraum in den Brutraum gehängt, so wie es da erzählt wird, bis ich einmal mir die Waben angeschaut habe und in einem Gespräch mit einem erfahrenen Imker gesehen habe, was ich da für eine Sünde begehe. Ja, und wenn jetzt einer so ein Unfug hier plappert, sorry, wenn ich das jetzt mal sagen muss, wir sind ja jetzt in einem öffentlichen Gespräch und die Leute kommentieren, da muss ich sagen, hast du überhaupt nichts kapiert? Du hast die letzten 10 Jahre nicht Jürgen, ich zugehört. möchte eine harmonische Community Nö, aufbauen. aber ich nicht. Ja, ich will hier spicken, mein Ja, da Lieber. darfst du ja. Dafür habe ich dich ja eingeladen. Das freut mich auch. Genau, nee, also Übrigens, natürlich. noch an Wir der wollen Stelle, natürlich. bevor ich es vergesse, Ja. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, du bist auch dick drinne. Und an der Stelle möchte ich mich ja nur ganz herzlich bedanken. Und wie gesagt, nächstes Jahr, der Sommer, der Trailer hat es gesagt, der Sommer wird heiß 2023. Gell? Der Sommer Also, wird heiß. der Sommer wird Also, der heiß. Trailer, ich will auch wissen, wie man sowas macht. Ich will Und auch sowas basteln können, gell? genau, dann kriegst du da von mir eine Einweisung. Aber jetzt ist ja nicht nur, jetzt hast du die Imkerschule, da ist ja auch wirklich regelmäßig. Und jetzt hast du dich auch noch als Chef des neuen Imkerbunds aufstehen lassen. Ja, man hat Was ist denn noch eigentlich dein Hobby? Hast du Hobbys auch? da. Ich gehe manchmal in die Oper. Zum Okay. Beispiel jetzt am 1. November Siegfried in Stuttgart. Gell? Okay. Siegfried, das ist eine Oper von Wagner. Ja? Und die Woche drauf gehe ich nach Frankfurt, den Meistersinger von Nürnberg.
Da hat es jetzt ein bisschen ja, ich war den ganzen Sommer über natürlich nicht in Opern und Konzerte gehen können. Gell? Ja, Und das das ist eigentlich ist. so ziemlich das einzige Hobby, noch spazieren gehen. Gell? Ja. Nee, ja, man hat schon lange, wie soll ich sagen, was jetzt dir und deinen Zuhörern natürlich gefallen würde, wenn ich hier in eine Schimpftirade ausbrechen würde. Das machen wir nicht, weil wir eine harmonische Community bin. Ja, genau. Und deswegen mache ich das auch nicht, weil Sehr es lobenswert. ist viel leichter, sich in Abgrenzung zu irgendwas anderem zu definieren, als das Positive zu sagen. Und ich möchte vielleicht Folgendes mal sagen. Wir haben natürlich, im Wesentlichen haben wir zwei bundesweite Akteure, den Deutschen Imkerbund und den Deutschen Berufsimkerbund. Und die haben wir unterschiedliche, also der Berufsimkerbund entstand vor 100 Jahren, weil er sich vom Deutschen Imkerbund nicht vertreten gefühlt hat. Da waren halt damals auch schon viele kleine Imker und die nur von Imkerei gelebt haben, die haben dann gesagt, also da war es in der Lüneburger Heide einige Jahre so schlecht, da ist er da. Darauf ging ja auch dann die Gründung des Bieneninstituts in Celle zurück, dass sie gesagt haben, nee, wir brauchen unser eigenes Sprachrohr. Gell? Und jetzt, 100 Jahre später, kommt ein dritter Akteur. Und deswegen nennen wir das Neuer Imkerbund. Da habe ich auch was vorbereitet, dass die Leute später das gleich finden. Wo ist denn? Da Ja, habe ich nämlich genau. auch, wo ist denn? Jetzt muss man kurz, da ist er. Da habe ich auch einen klasse QR-Code, da können die Leute nachher scannen. Aber was macht den Neuen neu und nicht wieder alt? Ja. Ich bin ja, war ja gerade dabei, gell? Aber du hast Entschuldigung. mich ja nicht ausreden lassen. Und das Problem ist auch, auf meinem Bildschirm ist dein Bild eingefroren. Ich muss jetzt da immer da ein bisschen auf YouTube gucken, um dich sehen, wie du rumwackelst. So besser. Mit Zeitverzögerung. So besser. Nee, auch nicht besser. Ist egal. Ich biege jetzt trotzdem bei. Also das ist jetzt eine erhöhte Anforderung, ein stehengebliebenes Bild anzugucken und trotzdem zu denken, du seist lebendig. Gell? Das ist ja Ich sag schade. nur. Ich Ja, kann. das ist schade, gell? Das ist ganz schade. Aber Irgendwo der Computer. zumindest hörst du mich noch. Ich höre dich, Also ja. dann, Also, ich gebe Lebenszeichen. ich sag's euch, ich möchte es mal so formulieren. Eigentlich haben ja alle, die sich für die Biene engagieren, das gleiche Ziel, rein theoretisch, aber unterschiedliche Wege. So wie es verschiedene Parteien gibt, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Wie soll ich sagen? Seitdem, also ich versuche ja seit über 10 Jahren Einfluss zu nehmen auf die beiden Imkerverbände. Wäre auch zur Verfügung gestanden, in die Vorstände zu gehen, gell? Okay. Und das habe ich natürlich im Hintergrund auch jeweils immer kommuniziert. Aber das hat ja niemand gewollt. Darüber kann man sich Gedanken machen, wie man will. Ja, also das möchte ich nicht ausführen. Warum nicht? Gell? Weil das, was ich ausführen würde, das wäre nicht vorteilhaft, würde sich nicht vorteilhaft anhören für gewisse Personen, für gewisse Akteure, sagen wir mal so. Aber ich habe dann von außen, nachdem man das Angebot mitzuarbeiten nicht angenommen hat, von außen versucht, mit den entsprechenden Leuten ins Gespräch zu kommen, und es ist eigentlich alles gescheitert. Alle Anregungen sind praktisch nicht aufgegriffen worden. Alle wesentlichen. Also zum Teil wurde es dann 2, 3, 4 Jahre später doch gemacht, aber das meiste wurde nicht aufgegriffen. Sodass ich also von mir sagen kann, ich habe den Versuch unternommen, über 10 Jahre lang zu kooperieren, aber man war überhaupt nicht interessiert. Und man kommt dann teilweise nicht mal, also ich lade ja immer ein nach Weimar, gell? Und Mich nicht. neuerdings. Die Präsidentin, Also, logisch. sei logisch. Und neuerdings hat jetzt Präsident Ellmann vom Deutschen Imkerbund abgesagt. Immerhin persönlich hat er bei mir abgesagt und letztes Jahr hat er nur per Mail abgesagt. Einmal war er dann virtuell dabei in der Corona-Zeit. Aber ich habe ja viele andere auch eingeladen und die meisten haben mir nicht einmal geantwortet, der sogenannten Verbände. Und deswegen gab es ja auch ein Verbändetreffen am Freitag in Friedrichshafen.
wo sich die meisten Akteure erstmals kennengelernt haben. Und einer aus Bayern, sympathischer Kerl, hat gejammert, dass er in Bayern eine Versammlung organisiert hat mit den Bauern und so weiter. Und dann gemeinsam, und dann fand die Versammlung statt und die Bauern sind nicht einmal gekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, schaut her, ich habe euch nach Weimar eingeladen, die Präsidenten, und ihr habt nicht einmal geantwortet und nicht einmal gesagt, dass ihr nicht kommen werdet. Geantwortet hat Ellmann, geantwortet hat Bioland, geantwortet hat einer von den beiden bayerischen Verbänden und die Magazin Imker. Ja? Aber die anderen 15 haben nicht einmal geantwortet. Und das ist ja der Status quo. Wir arbeiten nebeneinander her und kennen uns nicht mal. Manchmal meint man sich zu kennen, aber man ignoriert sich und gleichzeitig beklagt sich jeder darüber, dass keine Zusammenarbeit stattfindet. Das ist der Status, den wir haben. Und man hat mich lange bestürmt, habe gesagt, lass uns jetzt endlich einen eigenen Impuls setzen. Und jetzt sind einige Dinge vorgefallen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir den Impuls setzen. Und wir nennen es deswegen Neuer Imkerbund, damit klar ist, für jeden Imker, der jetzt neu mit der Imkerei anfängt, das ist im Grunde genommen die Community, wo wir uns ja, also das ist ganz schwierig, wo wir uns in einer guten Art und Weise begegnen, wo wir aufeinander hören. Natürlich muss trotzdem sichergestellt sein, dass nicht das Chaos ausbricht, weil ich habe bei vielen Vereinen schon das Chaos ausbrechen sehen, bei Mitgliederversammlungen. Das haben wir erstmal abgestellt. Wir haben auch abgestellt, dass es da eine feindliche Übernahme geben kann oder so. Damit muss man immer rechnen, wenn man sowas gründet. Und wenn das dann auch Wie stellt man sowas ab? ernst genommen als Konkurrenz wahrgenommen werden kann. Also wir werden Druck machen im Hinblick auf Pestizide. Wir brauchen eine Reduktion der Pestizide. Wir machen mit bei den ganzen europäischen Aktionen, die es jetzt schon gibt, wo weder der Deutsche Imkerbund noch der Berufsimkerbund mit dabei sind. Okay. Das ist erstaunlich, gell? Es gibt zahlreiche Initiativen, Agrarbündnis und so weiter, und da sind beide nicht dabei. Und ich sage dir, Gottfried, allein die Tatsache, dass wir jetzt unter dem Namen Neuer Imkerbund Akzente setzen, allein das wird schon Sachen verändern. Weil jetzt werden die bestehenden Organisationen genau schauen, was machen die, und überlegen, ob sie da jetzt auch was machen in der Richtung. Und ich sage dir, das wird wahrscheinlich der größte Hebel sein. Wir werden Dinge lancieren, wir werden Pressemitteilungen raushauen, wir werden Gespräche mit den Ministerien führen, und auf die Art und Weise einen Hebel ansetzen. Und letzten Endes hängt ja alles davon ab, wie viele Mitglieder haben. Also bevor wir die ersten 2.000, 3.000 Mitglieder haben, können wir ja sowieso nicht viel machen. Gell? Wollt ihr Aber nicht 5.000 ich da? freue mich, seit letzter Woche sind 100 Leute beigetreten. Okay. Es gibt also da, und ich habe es noch gar nicht richtig, ich habe es also eigentlich erst gestern in meiner Armbruster-Community bekannt gegeben, und ich werde es erst in den nächsten Wochen in den Medien bekannt geben. Und ich denke schon, dass wir da jetzt einen rasanten Zulauf haben von allen, die mit der jetzigen Situation unzufrieden sind. Und ich kann jetzt hier auch nicht das Blaue vom Himmel versprechen, aber eins ist klar: In dem Moment, wo wir ein paar tausend Mitglieder haben, können wir professionell arbeiten, können wir da Lobbyisten einstellen, die entsprechend Druck machen, und dann in Berlin und Brüssel auf der Matte stehen. Ja? Zum Beispiel war jetzt hier 4 Tage lang die Climate Farmers Conference. Tolle Sache. Ich war der einzige Imker, der da war. Das gibt's doch nicht. Ja, Keiner war da. das Das ist. ist ein Pflicht. Das war eine Pflichtkonferenz für uns Imker, und da hätte ich mindestens von jedem Verband eine Person da sehen wollen, die andockt an die progressiven Kräfte in der Landwirtschaft, und außer mir war wieder mal keiner da. Und das beobachte ich halt wirklich seit 10, 15 Jahren, seitdem ich an solchen Konferenzen teilnehme. Die Imker, die glänzen alle durch Abwesenheit. Ja, aber da Und kann man das. dann auch nicht über die Landwirtschaft schimpfen, weil wenn keiner nachfragt oder keiner sagt, du pass auf, macht es bitte mal so oder könntest du das vielleicht nicht in diesem Zeitraum anbauen, das macht gar keinen Sinn, oder, dann Genau.
dann Aber da bin ich. kann man denen überhaupt keinen Vorwurf machen, weil. Naja, also Also. es finden ja viele Gespräche statt und viele, viele Konferenzen und man kann ja auch nicht auf jeder sein, aber in so einem Ja. Vorstand sind viele Leute. Wir müssen uns am Gespräch beteiligen. Das ist die Botschaft. Und bei fast allen Konferenzen, bei denen ich bin, sehe ich bin der einzige Imkervertreter. Und das ist eine Schande für uns Imker. Ja, also da haben tatsächlich, also das ist auch das Maximum, was ich jetzt sagen möchte, da haben einfach die bisherigen Verbände zu wenig Aufmerksamkeit drauf gelenkt. Ja, es ist auch viel Arbeit. Also ich möchte jetzt hier auch nicht, ich möchte wirklich nicht schimpfen. So eine große Organisation wie der Deutsche Imkerbund, der hat natürlich auch sehr viel Aufgaben. Der hat sehr, sehr viel Baustellen. Der hat natürlich auch ich nenne es jetzt mal Altlasten, das ist ein bisschen böse formuliert. Der hat natürlich auch Leute, die, sage ich jetzt mal, in ihrer Erfahrung und in ihrem Denken jetzt noch nicht ganz in der Gegenwart angekommen sind. Ja, und ganz klar, da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass da die Weltrevolution ausgelöst wird. Deswegen, ich habe mittlerweile so viele Probleme gesehen in der Politik und auf der Welt. Auch hier gilt das, was ich vorhin über YouTube gesagt habe. Eigentlich hat jeder genug zu tun, seine Arbeit gut zu machen. Und wir haben gar nicht die Veranlassung, uns über andere das Maul zu verreißen. Weil, wenn ich mal davon ausgehe, dass alle, die für die Biene arbeiten, es gut meinen und wollen, dass es der Biene besser geht, wenn ich das als Basis nehme, dann kann ich den anderen auch positiv begegnen und kann wertschätzend sagen, okay, ihr habt das. Zum Beispiel finde ich wirklich toll die Initiative, ich glaube, die geht zurück auf ein Verbändetreffen der Züchterorganisationen und des Deutschen Imkerbunds, Varroa 2033, wo man jetzt eine gemeinsame Anstrengung machen will, die Varroa-Resistenzzucht zu stärken. Ich weiß nicht genau, wer da der Initiator war, weil ich war nicht eingeladen. Ja, das ist auch, ich war nicht eingeladen und deswegen habe ich es nur in der Presse gelesen. Aber das finde ich eine ganz hervorragende Kampagne, und das wäre vor 5 Jahren nicht denkbar gewesen. Vor 5 Jahren hat man in Deutschland nicht über Varroa-Resistenzzucht öffentlich geredet. Einige Züchter schon, aber das war nicht Bestandteil einer öffentlichen Kommunikation. Und da sind wir jetzt so weit. Und das finde ich ganz toll. Also es gibt auch wirklich positive Dinge zu berichten, gell? Da bin ich mal gespannt, wie schnell, weil ihr möchtet ja bei, ab 5.000, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, ab 5.000 möchtet ihr ja nicht nur deutschlandweit, sondern auch in die EU übergehen, oder? Mit dem Verein. Naja, das ist ja Oder? eine Geldfrage. Wenn man in Brüssel Lobbyarbeit macht, kann man das nur hauptamtlich machen. Da braucht man ein Büro, da braucht Okay. man Leute. Und zum Beispiel gibt es ja BeLive. Jetzt Ja, kommt's. BeLive ist ja ein Zusammenschluss, wo verschiedene Organisationen europaweit einen Zusammenschluss organisieren und die bezahlen ja eine Fachkraft, also eine Veterinärin, die in Brüssel ein Frühwarnsystem betreibt und überall genau rumschnüffelt, wann das nächste Problem auf uns zukommt. Ja, aber diese BeLive ist nicht mal in der Lage, eine halbe Stelle zu finanzieren. Gell? Und ich wollte dann mit der Armbruster Imkerschule Mitglied dort werden und meinen Mitgliedsantrag haben sie aber übrigens abgelehnt. Gell? Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Ein Akteur, ich sage nicht welcher, ein Akteur hat gegen mich Lobbyismus betrieben, hat gesagt, den Binder wollen wir nicht. Was genau war, sage ich heute nicht und sage ich auch nicht in der Öffentlichkeit. Und das muss man sich mal vorstellen. Also es gibt eine einzige Lobbyorganisation für uns Imker in Europa und wir sind nur in der Lage, eine halbe Stelle zu finanzieren. Und da ist die Finanzierung jetzt auch, steht auch auf der Kippe. Und ich wollte Mitglied werden und Mitgliedsbeitrag bezahlen und mich haben sie nicht haben wollen. Ja, Ja, lustig, oder? dann Eigentor, oder? Das ist Aber ein Eigentum und der Grund ist natürlich der, nein, sage ich nicht. Ich sage den nee, Grund nicht. aber eins Aber habe ich. der Grund ist jedenfalls nicht ein positiver, Ja, das ist immer so. sondern da geht es um Macht.
Da geht es um Macht. Oft Und geht das es ist eben. um Neid, Jürgen. Oft geht es um Neid. Das ist ein ganz großes Nee, Thema. nee, es geht um die Steuerung des Informationsflusses. Aber ich sage nicht mehr dazu. Ja, Schluss, ist ja. genug. Und was ich noch gelesen habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, beim neuen oder neue Verband von euch, der hat das Verdampfen beantragt. Stimmt das? Also, wir haben eine positive Einstellung zum Verdampfen und auch zum Streifen. Und Ellmann hat sich ja über dieses Thema in Hamburg am Imkertag geäußert, gell? Übrigens eine gute Veranstaltung. Also das war eigentlich die erste gute Veranstaltung beim Deutschen Imkertag, die ich erlebt habe, gell? Muss Okay. man auch mal positiv sagen, gell? Ja. Der hat jetzt auch gestreamt und der hat geguckt, wie macht's der Binder? Jetzt will ich es auch so machen, ne? Und mein lieber Scholli, der hat also ganz tief in die Kiste gegriffen und hat da also mehrere Live-Kameras gehabt und hat die mit Bildredaktion und so weiter. Super Sache. Also das können wir uns nicht leisten. Ja? Aber hat es toll gemacht. Und auch die Veranstaltung war super. Ein Vortrag zum Klimawandel, einwandfrei. Gell? Also von daher, es tut sich was. Aber deine Frage war ja jetzt, schon wieder habe ich sie vergessen. Was war die Frage? Ob ihr das schon beantragt habt, weil ich habe das irgendwie. Ah, ja. Jetzt, und Ellmann hat sich da geäußert, öffentlich. Und hat gemeint, er kann als Verband nicht. Ja, das stimmt natürlich. Als Verband kann man nicht. Aber der Verband könnte ja eine GmbH gründen, die zu 100% eine Vereinstochter ist, und die GmbH kann das dann machen. Und das muss man eben wollen. Und man muss eins wissen: man braucht eine halbe Million ungefähr für so einen Prozess. Wir haben 60 Euro Eintritt. Wenn wir also 10.000 Mitglieder haben, haben wir 600.000 Euro zur Verfügung, und dann könnte man ein solches Projekt in Starten. die Wege leiten. Also 10.000 Mitglieder brauchen wir, gell? Leute, ist der Scancode da noch zu sehen? Ja, Da können wir gerne. logisch. Ich habe jetzt Ja? deinen, den von der Imker-Schule, der ist jetzt im Fernsehen, ist nur der vom, sag's mal schon, vom Verein. Und den, wenn Vom man es, Verein. genau, den Vom Verein. kann man also screen, Nee, man muss beziehungsweise. sich über eins im Klaren sein, Gottfried. Das geht nur, wenn wir wirklich viele, viele Mitglieder haben. Und wir müssen natürlich uns nach der Decke strecken. Die erste Veranstaltung, die wir machen, und das ist sozusagen eine Leuchtturmveranstaltung, ist am Freitag, den 20. Januar in Berlin, in der Nähe vom Brandenburger Tor. Das Dort machen wir Grün. unsere Eröffnungskonferenz, einen Tag, 9 Okay. bis 18 Uhr, ja. Da ist dann auch die Grüne Woche Genau, die grüne und die Woche. Demo ist am Samstag. Wir haben es satt, wo viele hundert Imker immer kommen. Und deswegen kann man da sich Zeit nehmen. Leute, nehmt euch Urlaub, plant es euch jetzt schon ein, reist am Donnerstag nach Berlin. Da gibt es dann auch noch ein Rahmenprogramm. Am Freitag ist dann diese Eröffnungskonferenz. Und die Redner, die wir da bringen, die stehen stellvertretend für das Programm des neuen Imkerbundes. Also da wird Baumartin aus Frankreich sprechen. Das ist der Typ, der das mit den Pestiziden und mit den Neonicotinoiden in Frankreich erforscht und entdeckt hat und Druck gemacht hat, dass die Neonicotinoide verboten werden. Dann kommt einer aus dem Potal, aus Italien, der hat eine Art Genossenschaft gegründet, wo die Bauern sich selber versichern. Die zahlen also einen kleinen Versicherungsbeitrag genossenschaftlich, wenn sie weniger Pestizide nehmen, und da wird dann ganz genau studiert, auf welche Pestizide kann man verzichten. Sollte es zu einem Schädlingsbefall kommen oder zu einem Ernteausfall, dann wird die ihre eigene Versicherung bezahlen. Fakt ist, der macht es seit 10, 15 Jahren, und die Bauern geben weniger Geld für Pestizide aus, und keiner hat bisher die Versicherung in Anspruch nehmen müssen. Dieser Typ wird 1,5 Stunden sprechen, wird erklären, wie er das System aufgebaut hat und wie es funktioniert, als ein Beispiel, wie wir mit unseren Bauern kommunizieren können, auch so ein System aufzubauen, und wie wir übrigens auch unter uns Imkern so ein System aufbauen könnten im Kontext der Varroa-Resistenzzucht, weil da wird es natürlich auch Schwierigkeiten geben. So, und vormittags sprechen andere Vertreter, mit denen wir kooperieren, zum Beispiel Slow Food und so weiter, wo wir von vornherein zeigen, wir arbeiten mit den progressiven Kräften in Deutschland und Europa zusammen. Gell? Also 20. Januar in Berlin am Brandenburger Tor. Für Mitglieder ist der Eintritt frei. Wir werden aber 40 Euro fürs
Buffet verlangen und das ist dann demnächst auf der, wenn das Programm fertig ist, auf der Webseite zu sehen und dann auch muss man sich dann anmelden und so weiter. Gell? Jetzt habe ich noch, die wollte ich eigentlich zwischendrin mal einbauen, die Frage, die ist eigentlich gar nichts also mit dem allem zu tun. Zwar interessiert mich persönlich der Beutekäfer. Meinst du, wie ist deine Einschätzung, ob der das über die Grenze schafft? Weil jetzt, wir haben ja lange nichts mehr gehört. Wie siehst du, du hast viel mehr Kontakte, du kommst viel mehr rum. Und mich persönlich interessiert der Beutekäfer schon sehr, sehr lange. Eigentlich Ja. beginnt er das schon, glaube ich, seit 10 Jahren, oder? Haben wir das Thema. Und es hat sich ja zwischenzeitlich ein bisschen beruhigt. Wie siehst du das? Das interessiert mich jetzt persönlich, wie du das, ob du mehr hörst, mehr weißt. Also ich war ja zweimal ganz offiziell beim dortigen Landesveterinär Ja. mit zwei Gruppen Ja. und da haben wir uns das Problem erläutern lassen. Ja. Gell? Und der Beutenkäfer, der hat es ja aus dieser Region nicht rausgeschafft. Ja, genau, das ist Und man. er hat sich auch nicht richtig vermehrt, weil offensichtlich die klimatischen Verhältnisse in Kalabrien nicht so sind, dass er sich dort gut vermehren kann, geschweige denn verbreiten. Also er ist ja nirgends in Italien. Er ist ja nur an dieser einen Stelle in der Nähe vom Hafen, wo Ja. er damals auch gefunden wurde. Von daher halte ich das, es ist ja schwierig, Prognosen zu machen, aber also bisher hat er sich ja nicht verbreitet, gell? Und ist nicht in Italien. Aber du kannst jetzt auch nichts Neues. Ich meine, das ist jetzt auch mein Wissensstand, aber du weißt jetzt auch nicht, dass sie irgendwas gefunden haben, wie es denn zurückdrängen, keine Ahnung. Nee, doch wie es ihn zurückdrängt, ist klar, da wo er gefunden wird, wird er verbrannt. Ja, das ist ein. Und das gibt natürlich natürliche Schwärme, also da gehen Schwärme ab, die leben dann in Bäumen oder sonst wo, in solchen Häuserruinen, im Eck irgendwo, die nicht gefunden werden. Und da kannst du natürlich dann das Volk auch nicht zerstören, Ja, logisch. Das heißt, da gibt es halt immer irgendwo noch eine Kolonie, wo der Beutenkäfer überlebt, aber es ist nicht zu einer Explosion gekommen. Man hat ja gefürchtet, dass es zu einer Explosion kommt und das ist aber nicht der Fall. Von daher würde ich sagen, dass er hierher kommt, ist höchst unwahrscheinlich und Exporte finden ja auch nicht von Kalabrien statt, gell? Also der Bienenverkauf. Der findet ja aus Apulien statt und aus der Gegend von Neapel und eben aus dem Piemont. Und da hat es ja gar keinen Beutenkäfer. Gell? Und es wird auch kontrolliert. Also seitdem der Beutenkäferproblem kontrolliert die italienische Veterinärmedizin die Bienenexporte. okay. Gell? Und also früher war das nicht der Fall. Da wollten die davon nichts wissen. Aber man muss eins sagen, wenn man Italien kennt, man meint ja, in Italien sind die alle locker drauf, aber wenn du da mit den Behörden ein Problem hast, dann gute Nacht, gell? Und die Veterinärämter sind, wenn sie zubeißen, dann beißen sie richtig zu. Und in Süditalien hat man ihnen eingeschärft, dass sie zubeißen müssen, und da beißen sie auch richtig zu. Also ich bin nicht mehr dort, weil ich natürlich nicht ich kann ja jetzt in einem Probleme in einer Problemzone sein und dann auch in Deutschland eben, und das geht ja gar nicht. Ich habe das sofort eingestellt, Okay. als das Problem da war. Und aber ich meine, es gibt jetzt viele deutsche Imker, die überwintern in der Toskana und in Oviedo. Das ist alles überhaupt kein Problem. Da ist nirgends ein Käfer auch da. Also ich war jetzt neulich erst wieder beim größten Imker in Italiens mit 13.000 Bienenvölkern. Und habe den ein bisschen beraten und er sagt auch, wir haben hier überhaupt gar kein Problem diesbezüglich gesehen. Die haben ganz andere Probleme. Die haben Varroa-Probleme zum Beispiel, aber kein Beutenkäfer. Also da ist eine unverantwortliche Hysterie ausgebrochen. Die ist bei einem Imkertag in Donaueschingen geschürt worden. Da wurden auch Unwahrheiten verbreitet, zum Beispiel. Hat da jemand verbreitet, dass derjenige, bei dem der Beutenkäfer zuerst gefunden wurde, erschossen wurde? Das war eine gezielt verbreitete Unwahrheit, um Stimmung gegen unsere süditalienischen Kollegen zu machen. Das finde ich besonders schmerzlich, weil ich ja vorhin am Anfang unseres Gesprächs gesagt habe,
Auch unsere ausländischen Kollegen sind auch Imker. Die sind genauso stolz auf ihre Imkerei und auf das, was sie tun und auf ihre Produkte. Und diesen Hass zu schüren, der in diesem Kontext geschürt wurde, finde ich nicht nur unverantwortlich, sondern eine Tragödie. Also die Imker in Italien sind stinksauer, dass man in Deutschland so schlecht über Deutschland redet, die nehmen uns überhaupt nicht mehr ernst. Und der frühere Präsident in der Schweiz, vom Bienenverband der Schweiz, der hieß Wyss, Wyss, der hat die Schweizer Imker, der hat die italienischen Imker ja öffentlich beleidigt, indem er gesagt hat, das Papier eines italienischen Veterinäramts ist nicht so viel wert, wie das Papier kostet, auf dem es draufsteht. Die Italiener warten heute noch auf eine Entschuldigung vom ehemaligen Präsident des Schweizer Imkerbunds. Ja, das ist so ein Hochmut und eine Unverschämtheit, die da aus seinem Mund rauskam. Der kann sich in Italien nirgends blicken lassen. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja, wir machen Studienreisen nach Italien. Ein Italiener macht keine Studienreise nach Deutschland. Was gibt es hier auch zu schauen? Die Profis sitzen in Italien und nicht bei uns. Also da ist viel Porzellan zerschlagen worden. Ich habe dann ein paar Mal versucht zu intervenieren, aber mir hat man dann ja vorgeworfen, ich sei befangen und so weiter. Tja, wenn man sich halt mit einer Sache auskennt, dann muss man ja Kontakt haben und muss sich damit beschäftigt haben. Das ist nun mal so. Ja? Also mein Gottfried, das ist ein Beispiel dafür, wie es nicht geht. Ja, aber auf alle Fälle interessantes Statement. Jetzt würde ich sagen, wir haben jetzt einiges bequatscht. Wir haben jetzt 200 Leute, über 200 Leute im Chat. Ich würde jetzt noch ein paar offene Fragen, die wo an dich gehen oder an mich, ist ja egal. Aber ich glaube, jetzt, wenn wir dich als Gast haben, nehmen wir natürlich dich. Wenn du Lust hast, schauen wir uns ein paar Fragen an. Na logisch. Und dann würde ich sagen, haut's in die Tasten. Ab jetzt schauen wir beide gezielt in den Chat und schauen wir mal, was von euch noch kommt, was euch noch interessiert. Würde mich jetzt aber auch interessieren. Jetzt kann ich noch einen Schluck trinken, Jürgen. Einen Schluck trinken, bevor es wieder losgeht. Ja. Über 200 Leute, das hätte ich auch nicht geglaubt. Das ist mal 200 Leute im. Aber, ja, nur wegen dir. Also, wenn's. Servus Imkerle war. Ich muss aber, ich habe eigentlich gar keinen begrüßt, das war total unhöflich, aber. Ihr müsst sagen, es war die Nervosität vom Gast. Ihr habt ja gesehen, wie ich heute schon geschwitzt habe. Aha. So, liest du mit, Jürgen? Auch, oder? Ich rede mit, damit einer wissen, wie alt die Varroa wird. Eine Varroa kann ungefähr 5 bis 6 Reproduktionszyklen machen und dann stirbt die Mutter. Ich soll ja hier nur mit Ja und Nein antworten, hat es Nein, nein, geheißen. nein, das wär, ich hätte da noch was vorbereitet gehabt, aber ich glaube, Aha. wir nehmen jetzt das so, oder? Aber kannst, Im kann. Winter Boden zu oder auf? Zu natürlich, immer zu, ganzjährig zu. Das wäre zum Beispiel jetzt die Frage gewesen, Schau, gell? Hast du jetzt eh schon eine? Logisch. Was halte ich von einer Norm im Beutenbau? Logisch, die Norm gibt es ja schon. Langschlot unter Land. Und warum? Ab jetzt. Die alten Imker können ja mit ihrem Maß weiterarbeiten und müssen dann, da lohnt sich ja nicht so wie bei Gottfried, der ist ja schon zu alt. Da lohnt sich ja die Umstellung nicht mehr, gell? Ja, wirtschaftlich. Aber ab jetzt nur noch zwei internationale Standardmaße mit den richtigen Rähmchen und fertig. Entweder die glatten Rähmchen mit Polsternägel oder die richtigen Hoffmann-Seitenteile. Die allermeisten Rähmchen haben die falschen Hoffmann-Seitenteile. Die muss an Ja, einer die Seite Spitze müssen zugespitzt spitz sein. sein. Ich Dann ist es richtig, hab gell? die übrigens im Lernvolk. Spitze Hoffmannsseiten. Aha. Ja, also dann ist in Ordnung. Ja. Und da brauchen wir auch gar nicht über mich schimpfen, dass ich gegen Hoffmann bin. Ja, ich bin gegen die flachen Hoffmann, weil da die kleben viel zu arg zusammen und der Abstand wird immer größer. Wenn die Hoffmann richtig gefräst sind, dann ist Hoffmann in Ordnung. Gell? So. Schieden im Herbst oder früher? Ja, Komm, sehr gute Frage. komm Da aus kann ich dem nicht mit Chat. Ja oder Nein beantworten. Da kann ich nicht mit Ja oder Nein antworten. Komm aus dem Chat. Also Hans Bär, mein Lehrmeister, hat immer Mitte März geschiedet.
Und das kann man natürlich machen. Man kann auch im Februar schieden. Man sollte nicht das Volk aufmachen, bevor der Reinigungsflug war, weil sonst koten die Bienen im Stock ab. Ja? Also, wenn ihr Kacker machen müsst und ihr sollt da jetzt so ein Lehrgespräch führen, dann seid ihr auch schlecht drauf und wollt erstmal Kacker machen. Ja? Also, und weil mir das nicht zusagt, im Frühjahr zu den Bienen zu gehen, mache ich das jetzt. Ich mache das nächste Woche. Oder also, ich mache ja nächsten Samstag einen Livestream am Bienenvolk. Das machen wir, denn da testen wir mal das, weil nächstes Jahr machen wir 10 Livestreams am Über deinen Bienenvolk. Kanal, über deinen Kanal. Ja, das könnt ihr dann buchen. Das kostet 10 Euro im Monat. Und nächsten Samstag machen wir einen Ja, Test. dann wärst du Wir dürfen YouTuber, machen. Da würde Jürgen. ich YouTuber, was Dann denkst wärst du? Ja, aber das der. kommt jetzt. Ja, aber das gibt es nicht auf YouTube. Das gibt's dann, das wird nur da den Zugang kriegen nur die Leute, die es gekauft haben. Ja, aber Gell? so. Weil wir machen das mehr, wir werfen da nicht die Perlen vor die Säue. Gell? Alles Also gut. entweder oder. Ja. So, und ich mache das jetzt, weil jetzt mache ich sowieso einen Eingriff. Jetzt kommt das Futtergeschirr weg. Jetzt mache ich eine Varroa-Behandlung. Jetzt schaue ich, ob alles in Ordnung ist. Und bei der Gelegenheit setze ich die Schiede. Und wir haben ja noch nicht die Wintertraube. Da sitzen dann die Bienen noch links und rechts überm Schied, haben Kontakt zum Futter. Aber wenn es dann kalt wird, November ist ja nicht mehr lang, dann ziehen sie sich ins Schied zurück. Und dann sitzen die da den ganzen Winter über. Deswegen mache ich es jetzt. Aber man kann es auch im Dezember machen. Ne? Kollege Sedlacek, 800 Völker, macht es ganz, wenn es kalt ist. Dann sieht er nämlich, wie groß die Traube ist und setzt dann das Schied. Und er weitert im Frühjahr. Bernhard Teufel macht es im Februar und Hans Bär macht es im März. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht matchentscheidend. Mach es so, wie es in deinen Arbeitsplan reinpasst. Ich präferiere das Schieden jetzt Ende Oktober, Anfang November. Also da irgend für mich privat persönlich, ich würde es im März machen. Du sagst, es würde, ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Also, ich mache es jetzt, weil sich das Bienenvolk schneller entwickelt. Und du musst natürlich genügend Futter im Brutraum lassen. Also 5 Kilo müssen im Brutraum sein. Ja. Aber die Bienen überwinden ja das Schied. Das Ja. müssen natürlich Schiede sein, die man überwinden kann. Ja. Vorne vor allem. Und spätestens, wenn der erste Brutsatz geschlüpft ist, dann ist ja das Volk nicht mehr in der Traube. Die Traube löst sich dann auf, wenn die Wärme gehalten wird und vor allem, wenn oben auch eine Folie, also wenn oben gut abgedämmt ist, links und rechts und unten, dann löst sich das Volk viel früher aus der Traube und kann übers Schied gehen und kommt ans Futter. Es findet kein Futterabriss statt. Leute, diese Erfahrung müsst ihr halt erst machen. Da hat man dann Angst davor. Ja, Gell? ist aber echt so. Ich habe Also, echt Angst davor, dass der Futter abrisst. Also muss ich jetzt ja, ehrlich sagen. du bist angstgesteuert. Ja. Und ich sage dir, es funktioniert, wenn du es richtig machst. Gell? Und ich zeige euch, wie man es richtig macht. Einmal zeige ich es jetzt öffentlich, nächsten Samstag, und dann zeige ich es für meine Schüler. Deswegen wird man Schüler der Armbrust der Imkerschule und kauft die Online-Sprechstunde und den Livestream am Bienenvolk. Und Ja? jetzt die Und nächste wenn man es Frage. nicht macht, dann dilettiert man halt weiter, Ah, Gottfried. Dann Jürgen, bastelt man. da bastel ich bastel. Dann streamt man, Da. dann hat man Community, Ja. dann hat man den Bienenbastlerweg und so weiter. Ich habe alles genau gesehen. Nee, Ist also du brauchst keine Angst haben davor, aber man muss es natürlich richtig machen. Wie bei den allem ist es so, Bienenbastler, wie hast du gesehen? Echt? wenn du mit dem Auto fahren willst, dann musst du wissen, wo die Gangschaltung ist und die Bremse. Gell? Die nächste Frage ist, ich kann es glaube, pass auf, das mit der Versicherung, aber ihr habt ja am neuen Verband sowieso eine Versicherung. Verschiedene, Ja, ich habe freilich. gesehen, Die ihr habt gesagt, Versicherung verschiedene. ist von der Bayerischen Versicherungskammer, die wird von uns nur durchgereicht. Das ist genauso wie beim Deutschen Imkerbund oder beim Berufsimkerbund. Das machen ja nicht die Verbände, sondern die reichen sie nur durch. Und ich habe das jetzt verglichen. Ich habe Wert darauf gelegt, dass wir wirklich eine Entschädigung kriegen, die realistisch ist. Und deswegen hat er da die Summen auch ein bisschen hochgesetzt. Und das ist super Sache. Gell? Da gibt es verschiedene Kategorien. Ja, Und habe ich kann ich nur gesehen. empfehlen. Die Homepage ist aktuell, ich habe es mal angeschaut, ist klar, es hat einen Aufbau, aber ich finde zum Beispiel die Versicherung ist klar strukturiert, was, wo, wann, was, wie viel kostet, was man da kriegt, finde ich toll. Was ich vielleicht als kleine Anmerkung,
Ich fände das irgendwie recht schick, wenn Sie irgendwie so eine Headline habt, was aktuell von euch bearbeitet wird. Ob, nur so Ja, nochmal, habe ich nicht verstanden. als Gedankengang Ich in habe es nicht Saison. verstanden, Gottfried. Sag's nochmal. Also jetzt hörst du mich? Ja, aber ich habe Also, den. Du hast genuschelt. ich habe Was genuschelt, soll aktualisiert werden? nein, nicht aktualisiert werden, dass ihr vielleicht noch so einen Reiter einbaut, was aktuell von euch, vom Verein ganz oben aufgehängt ist zum Beispiel. Ja, freilich wird es kommen. Ja, nein, ist nur, Aber ich weiß, ihr seid im Aufbau, alles gut. Nur so die nächste Frage. Hast du das vom Veit gelesen? nein, ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt. Was will Ja. der Veit wissen? Welche Varroa-Behandlung im Sommer, wenn keine TUB, TBE, welches Medikament Säure? Tja, also man kann ja auch, wenn man keine TBE machen will, die Königin käfigen. Und da hat man nach 3 Wochen auch Brutfreiheit und dann nimmt man Oxalsäure. Entweder, ja, also das ist jetzt keine Empfehlung, sondern wir machen jetzt ein Fachgespräch, gell? Und ich würde, wenn es erlaubt wäre, verdampfen oder die Oxalsäurestreifen nehmen. Wenn man jetzt nicht so zimperlich ist, Ja, aber dann kann man das auch. ist aber nicht erlaubt. Was empfiehlst du Ja, mir? das ist das Beste. Ja, wenn es nicht erlaubt ist, dann muss man, also in Österreich ist es ja erlaubt, gell? Du bist ja hier auch international, gell? Verstehst Ich bin nicht, ich du? bin tiefst bayerisch verwurzelt. Ja, ich nicht. Ich bin international, ja? Der Imkerlehrer will wissen, wie lange du imkerst, aber ich glaube, über 25 Jahre habe ich schon mal Ja, angesprochen. 25 Jahre, genau. Seit 1998. 98. 24 Jahre weg, um genau zu sein. Und da, am Anfang ist man ja kein Imker, da ist man ja Anfänger, Ja, gell? aber vor 24 ist mal, so, was haben wir noch? Ja, also, aber jetzt, also jede Säure ist schlecht fürs Bienenvolk. Ja, ist eine Säure. Das ist Oxalsäure eine ist Säure. noch, ist wesentlich besser als Ameisensäure. Ameisensäure nehme ich seit Jahren nicht mehr. Das ist katastrophal. Das verschlechtert die Lebensdauer der Bienen, das verschlechtert den Zustand der Königinnen, das verschlechtert die ganzen Bakterien und die Lebensumstände, die in einem Bienenstock sind, ganz schlecht. Also von der Ameisensäure sollte das so schnell wie möglich wegkommen. So, jetzt haben wir, was haben wir, jetzt habe ich noch gerade, da waren wir schon. Ist der neue Imkerbund nur für Deutschland oder den gesamtdeutschsprachigen Raum? Nein, also der Imkerbund ist natürlich. Egal, in welchem Land du wohnst, aber nochmal, wir müssen uns eins vor Augen halten. Es hängt ja davon ab, was wir für Einnahmen haben, wo wir Politik machen können. Und als erst machen wir in Deutschland Politik und in Brüssel. Und bevor wir in Österreich und Italien eintreten, da brauchen wir dann mindestens 50.000 Mitglieder. Weil sonst ist ja die Community viel zu klein. Aber die Versicherung gilt in ganz Europa, inklusive Schweiz und Liechtenstein. Jetzt hat es mal ein Chat runtergesprungen, so. Papa. Die Versicherung, einer sagt, die Versicherung zeigt erst, wie gut sie ist, wenn sie in Anspruch genommen wird. Mein lieber Rudi, da hast du recht. Da hast du recht, ja. Also ich bin auch sehr kritisch bei Versicherungen. Aber das brauchst du. Und wir haben, ich sage, im Grunde genommen haben wir hier das Gesamtpaket. Also keiner muss mehr, das ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt Guerilla-Werbung. Keiner muss mehr woanders Mitglied sein. Alles gibt es bei uns. Ah, das hast du jetzt aber schön Politik gesagt. und Mitgliedschaft. Das hast du Und auch. Ding. Und, ja, Also, genau. so viel Werbung wie du, ich wäre eher Mitglied, oder? Machen wir das jetzt Ja. dick? Ja, na, Ehrenmitglied, dann wirst du erst, wenn du 50 Jahre lang Mitgliedsbeitrag bezahlt hast. 50! Das erlebe ich Ja, nicht mehr. also ich habe meinen Mitgliedsbeitrag schon bezahlt, gell? Und der Vorstand hat mich ja niedergestimmt. Der hat gesagt, für den Rest des Jahres nur noch so viel wie Tage im Jahr sind. Deswegen kostet es, glaube ich, im Moment sowieso nur 9 Euro oder 10. Und ab 1. Januar kostet dann 2,60. Und 2 gehen an die Apimondia. Apimondia auch so ein Thema, gell? Die haben ja auch kein Geld. Sind ja auch alle viel zu geizig, der Apimondia Geld zu überweisen. Und wir zeigen damit, mit dieser Proklamation, dass wir 2 Euro an den Weltverband weitergeben, wie es eigentlich sein muss. Eigentlich müsste jeder nationale Verband 10 Cent bis 2 Euro pro Mitglied an die Apimondia. Stell dir mal vor, der Deutsche Imkerbund würde 2 Euro an die Apimondia geben. Dann hätte die Apimondia auf einen Schlag 250.000 Euro
um Leute einstellen zu können, die für uns Politik machen. In Brüssel, in New York, in Genf, in Parma bei der EFSA. Dann wird doch endlich mal was gehen. Und so geht nichts. Geht nichts, aber eure 2 Euro werden es zukünftig rausreißen. Wenn Aber sie genügen. Gottfried, man Ach. muss doch einen Anfang Ja, ich machen. sag, meine, das Ja? meine ich jetzt. Gott, Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. das meine ich aber auch positiv. Also alles gut. Ja, So. das will ich auch hoffen, das wünsche ich. So. Pass auf, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ba, jetzt haben wir, jetzt muss ich ein bisschen zurückscrollen. Irgendwo hab ich den Faden verloren. Was glaubst du, wie wird sich die Imkerei in den nächsten Jahren verändern, in unseren betrieblichen Tätigkeiten aufgrund des sich veränderten Klimas? Entschuldigung, jetzt habe ich es. Ja, wer nicht gedanklich dabei bleibt, wird scheitern. Wir werden mehr und mehr Varroa haben, weil die Brut immer länger geht. Wenn es trocken ist, hungert das Bienenvolk. Wenn dann nicht nachgefüttert wird und vor allem auch mit Pollen und mit Eiweißfutter nachgeholfen wird, dann verkürzt sich die Lebensdauer und die Völker werden immer kleiner. Und mit dem Pestizidproblem wird es auch nicht besser. Also wer sich nicht hier konstant weiterentwickelt, der sitzt auf einem Ast, der anfängt abzusterben. Das kann dann schon noch mal gut gehen. Plötzlich, wenn wir Läusepopulationen haben, die sich gut entwickeln, dann kommt ja schon plötzlich immer eine gute Waldtrachternte, 20, 50, 60, 70, 80 Kilo. Das kann dann zwischendrin immer noch mal kommen. Und dann denkt die Imkerschaft, naja, so schlecht war es ja jetzt doch nicht und vielleicht wird es ja doch wieder besser. Aber im Wesentlichen stehen wir vor großen Veränderungen und da müssen wir uns darauf vorbereiten. Und das wird zu einer Bereinigung der Bienenvölker führen. Wer die Bienenvölker nicht betreut und nicht führt, der wird sie verlieren. Ja, das. Aber das ist aber eigentlich jetzt schon so, wenn ich ehrlich Ist jetzt bin. schon so, ja. Also Klar, ist jetzt das. schon so, wird aber mehr, das wird immer mehr. Das haben wir ja diesen Sommer gesehen, es hat 4 Monate nicht geregnet und wer da keinen Honig draufgelassen hat, hat füttern müssen. Und der Zustand der Biene wurde ja immer schlechter, gell? Ja, Und und das muss ich nicht. Ich muss nicht füttern. erst als es wieder angefangen hat zu regnen, wurde es besser, Ich gell? muss nicht füttern. Ja, aber dann hast du irgendwelche, das ist ja das, ja, Einzelne haben irgendwelche Pflanzen in Die der zeige ich Gegend, dir, die zeige ich die dir. trotzdem honigen. Und das sind dann auch noch solche Meinungsmacher wie du, die dann hier wieder mit irgendeinem Beispiel daherkommen, Nee, das wo man. mein Jürgen, nee, das mein nicht, weil was ich habe, das wirst du dann sehen, wenn du dann live vor Ort bist. Das haben viele sicher nicht. Aber zeige ich dir. Ja, aber wir müssen Antworten geben, Ah die ja. für alle gut sind, weißt du? Ja, nein, ich stelle mich nicht hin, ihr braucht es nicht füttern. Jürgen, das verbiete ich mir. Das verbiete ich mir. Also ich weiß schon, was für Luxus ich da in der Umgebung habe. Und dass viele, viele das eben nicht haben. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was hältst du von Pharomid? Ja, das ist ein Varroa-Behandlungsmittel, das funktioniert. Funktioniert nicht ganz so gut wie Bienenwohl. Nicht ganz so gut nach meiner Erfahrung. Nach meiner Erfahrung. Aber ich habe das ja natürlich nicht wissenschaftlich, also systematisch getestet, sondern das ist so mein Imkerblick auf die Sache. Aber Varomid ist ein einwandfreies Mittel. Ich habe es, ich verwende es. Gut ist, dass es angerührt ist. Da muss man ein bisschen schütteln und die Spritze oben, die Dosierdose ist auch gleich dran. Also ich habe es hier im Auto liegen und damit ich es immer dabei habe. Klar. Ich verwende Bienenwohl und Varomid, diese beiden Mittel. Der Gärtner war es, Lars, hat gefragt, wie du zu der OX sublimieren, beziehungsweise mit der, warte, wie hat das geschrieben, mit der Bemühung zur Neuzulassung, aber das hast du vorher schon beantwortet, dass der Verein ja eigentlich dahinter stehen oder dahinter steht und möchte es gerne zulassen, aber es ist eine reine Preisfrage und mit einer Also wenn wir gewissen. eine 500.000 Mitgliedseinnahmen Überschuss haben, mehr als wir brauchen, dann werden wir das machen. Dann Das seid ist die ihr. klare Das Aussage, ist doch gell? meine Aussage. Da kann, wann ist das nächste Bienen-Symbiose-Symbiose-Treffen?
Symposium. Symposium, Entschuldigung. Brauchst mir nicht so anschreien. Ich schreie doch gar nicht. Ich bin doch der Allerliebste, gell? Ja. Der Jupp will wissen, wen ich lieber hab. Dich oder den Jupp? Ich mach jetzt ja nichts Falsches, ich kann den Stream beenden. Das ist die entscheidende Frage, Leute. Aber das ist ja wirklich eine gute Frage, weil von der Art der Empathie, die wir haben, hängt ja auch ab, wie weit wir bereit sind, überhaupt irgendwas in uns reinzulassen. Stimmt. Infos, Emotionen und so weiter. Gell? Ja. Und wie sagte schon dieser Geheimdienstmann, Milke hieß er, glaube ich, da irgendwie, bei seiner letzten Rede im Parlament der DDR, ich liebe euch doch alle. Ich liebe euch doch alle. Aber soll ich da was sagen, bevor ich die Frage beantworte? Tatsächlich habe ich, ich hatte zeitweise schlechte Laune und habe gedacht, wieso fragen denn die Leute immer das Gleiche und so weiter. Die Leute, die bei mir seit 2 Jahren in der Sprechstunde sind, also Fördermitglied, ja, Sprechstunde für Anfänger oder für Fortgeschrittene oder für beides, 2-mal in der Woche dann oder 1-mal in der Woche, die stellen keine dummen Fragen mehr. Also dumme Fragen gibt es ja sowieso nicht, aber irgendwann wird es kapiert, gell? Und das heißt ja auch, dass sie dann diesen Fehler nicht mehr machen, dass sie diese Unsicherheit nicht mehr haben. Und trotzdem bin ich heute eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, ja, jeder, der eine Frage stellt, ist mir lieber als einer, der keine Frage stellt, weil er keine Frage hat. Und deswegen bin ich mittlerweile auch sehr relaxed. Was war jetzt die eigentliche Frage? Worauf hätte ich antworten sollen? Was ich wollte wissen, ob er im Vordergrund steht in deinem Herzen oder ich. In meinem Herzen, ja. tja, ich habe euch alle lieb. Das ist doch meine Aussage. Das ist doch schön. Jupp, er hat gesagt, das ist, das, er hat mir gerade per WhatsApp, dass er mich mehr lieb hat. Also. Ich habe euch alle gleich lieb. So wie ein Papa seine Kinder alle gleich lieb hat. Das ist doch schön. Ja? Jürgen. Ja. Nee, also, aber jetzt die Fragen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf. Ja, ich hätte, aber ich glaube, da sind ganz viele, ich hätte nämlich ganz viele, viel, ich habe für mich so 5 Fragen aufgeschrieben, da wo du nur Ja oder Nein sagen darfst. Das eine war der offene Boden. Ja, oder, nein. Oder geschlossener Boden, ja. Ja. Holz oder Kunststoff? Egal. Egal. Das andere war auch Schienen im Herbst oder Frühjahr, hast du auch schon beantwortet. Ja. Online oder am Bienenstand? Ja, kommt drauf an. Also Theorie, Schulung, Imker wissen und Frage stellen, das geht online, aber mit Bienen arbeiten, das geht nur am Bienenvolk. Und so ein Livestream am Bienenvolk, so wie es da diese YouTuber da alle machen, das ist eine mickrige Krücke, die man im Notfall verwenden kann. Aber eigentlich muss man da beim Bienenvolk stehen. Gell? Mein letztes und und nächstes Jahr machen wir übrigens, ich habe also eine Reihe von Schülern, die schon lange da sind und die es jetzt wirklich gut kennen und die machen nächstes Jahr Live-Kurse, Praxiskurse wieder, so wie es vor Corona war. Ich mache die Theoriestunde online und die machen die Praxiskurse. Das wird dann demnächst auch auf der Webseite der Armbruster Imkerschule zu sehen sein und zu buchen sein. Und da machen wir 60 Lehrstunden, gell? Verteilt über das ganze Jahr. Und 6-mal 3 Stunden live am Bienenvolk. Weil ohne Bienenvolk geht es nicht. Nein, geht nicht. Die letzte Frage, die hast du auch schon beantwortet, auch ja oder nein, oder BeeLive oder Bienenbastler, gell? Aber hast ja fast alle gleich lieb, hast gesagt. Jürgen! Also, ich möchte dir sagen, dass ich Bienenbastler nicht gut finde, weil das, der Titel deines YouTube-Kanals, der suggeriert Dilettantismus. Und natürlich, die meisten Imker sind ja Dilettanten, vor allem die Anfänger, aber auch Fortgeschrittene. Aber man will ja eigentlich nicht Dilettant genannt werden. Und ich glaube, du kommst irgendwann mal an den Punkt, Next Level, wo du sagen kannst, Reiter heißt jetzt Twix
Ich weiß nicht, ob du schon in dem Ja. Alter bist, wo du die Kampagne erlebt hast, Ja, doch, wo doch. du einen Relaunch machen kannst deines Auftritts. Weil Bienenbastler, das ist nicht positiv auf Dauer. Das ist meine Meinung. Nehme ich Gell? mit. Hat mir, muss ich dazu sagen, hat mir ganz am Anfang einer auch geschrieben, irgendwie kommentiert, gutes Video, aber dein Name kommt halt nicht professionell rüber. Habe ich mir damals aber ehrlich gesagt auch keine großen Gedanken jetzt dazu gemacht, weil ich, wie gesagt, ich hätte es auch nicht geglaubt, dass der Kanal sich so entwickelt. Kostet ja auch viel Zeit und Arbeit und Energie. Ja, gut. Nehme ich mit für mich. Ja, aber du musst es vorbereiten. Also du bereitest ja jetzt vor. Ja, du Ich hast ja bin. jetzt da Next Level und so weiter. Und das sind Genau. gute Sachen. Und von daher sorg dafür, dass deine Jungs und Mädels eine positive, wertschätzende Haltung haben. Ich bemühe mich ja auch darum. Und wenn wir da hier Witze reißen, dann, das muss ich vielleicht jetzt auch mal sagen, dann ist es natürlich alles kabarettistisch gemeint. Und nicht so, dass ich irgendjemanden beleidigen will. Ist halt schwierig, das, was mir wirklich wichtig ist, zu sagen, aus einer großen Erfahrung heraus, sind für dich Dinge selbstverständlich, die andere noch gar nicht verstehen können und dann für hochmütig halten. Und da ist die ganz schwierige Sache, den richtigen Ton und den richtigen Moment zu finden, um die Leute mitzunehmen. Das erlebe ich immer wieder. Dass ich dann, deswegen heißt es ja schon im Faust 1, ja, das Beste, was du weißt, kannst du den Schülern doch nicht sagen. Das ist Okay. ein Satz, der immer, je älter man wird und je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso klarer wird es, dass man eigentlich die Zuhörer da abholen muss, wo sie sind. Jetzt sind aber die Zuhörer alle woanders. Ja, du hast erfahrene Zuhörer, du hast unerfahrene Zuhörer, du hast vielleicht auch völlige Anfänger, du hast Leute, die dich erotisch finden und deshalb zuschauen, ja, vor allem Frauen Ist wahrscheinlich. es bei dir so? Bei mir ist Ja, es. bei mir, das ist ja logisch. Ja? Ja. Da ist alle. Ich decke alles ab. Ja? Also Denke und das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Du weißt nicht so richtig, wo du die Leute abholen sollst. Und du wirst immer Beschimpfungen kriegen, auch da auf dem Chat da, wenn ich so mit einem Auge hingucke, gibt es auch Leute, die mich nicht leiden können. Ja, Gell? gibt's. Und mich oder das, was ich sage, nicht leiden können oder nicht verstehen oder sticheln und so weiter. Und das ist eine schwierige Sache. Online komme ich mehr und mehr dahin, davon Abstand zu nehmen, wenn es nicht offensichtlich eine offensichtliche Comedy ist. So wie zwischen uns und beim Jupp. Das ist ja, also das sollte ja wohl jeder kapieren, dass das auch der Versuch ist, sich äußerst humoristisch zu begegnen. Ich komme mehr und mehr davon ab, weil das wird ja dann doch von einem Teil nicht verstanden und missbraucht und dann beschimpft und Ja, all ich das. denke, Das ist schade. ich fand das schon eine sehr wertige Sache. Du hast da viel von dir wieder preisgegeben, natürlich. Ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Ja, aber das sind ja Tatsachen, ne? Wenn ich mich umhöre, was die Leute über mich wissen, dann sage ich, ja, da weiß ich gar nichts davon. Ja? Also, das kommt ja noch dazu. Was ich da manchmal auf Facebook und so weiter lese, jetzt neulich habe ich erst wieder rumgeschmökert, wo mutmaßlich ich gemeint war, muss ich sagen, ja, das stimmt zwei Drittel nicht. Zwei Drittel stimmt, wenn da drei Sachen gesagt werden, sind zwei Sachen falsch. Ja, Jürgen, Facebook Und ist der Tod. ja, also Facebook. es kann sein, dass ich das ganz verlassen werde, weil ich kann auch weiß auch nicht richtig, wie man damit umgeht, so dass es dann auch sinnvoll ist. Und ich weiß nicht, ob ich da meine Zeit damit verplempern will mit diesem Zeug. Auf der anderen Seite weiß Gottfried, vor 25 Jahren oder 30 Jahren habe ich die Meinung vertreten, das mit dem Computer, das brauche ich nicht. Das geht an mir, an meiner Berufstätigkeit noch vorbei. Ja. Siehe, wie ich mich geirrt habe. Ja, ich habe das auch 10 Jahre ignoriert und irgendwann habe ich gemerkt, man sollte vielleicht jetzt doch mal einen Computer haben. Gell? Ja. Und wahrscheinlich ist es mit diesen Kommunikationsmitteln
ganz ähnlich, dass man erreicht halt doch sehr viel mehr Leute ganz anders als einfach nur so wie früher, indem man eine Anzeige in einer Zeitung schaltet. Das hat eigentlich heute überhaupt keine Bedeutung mehr Nein. und keine Wirkung. Und deswegen möchte ich noch einen richtigen Weg finden, diese Mittel zu nutzen, aber nicht lesen, was man über mich schreibt, weil das ist sowieso Unfug. Gell? Aber ich glaube, das ist ein allgemeines Problem von Facebook, von der Anonymität. Ja, da ist schnell mal was rausgehauen. Ich merke es ja Ja, und selber, auch das Gerede, du sagst auch selber, das. dich mögen, ich weiß auch, dass mich einige nicht mögen, aber trotzdem schauen sie dann rein. Ich weiß nicht, ist halt dann so eine Hassliebe dann, aber damit muss man halt dann umgehen. Aber du vielleicht ein bisschen, du bist schon im grünen Bereich bekannt. Ist ja klar, aber Facebook ist halt allgemein, ist der Tod. Also wenn man da eine Imkerfrage stellt, oder ich muss ganz ehrlich sagen, Facebook, ich habe übrigens eine Facebook-Gruppe, aber dann war es das für mich auch schon fast. Ich habe eine eigene Gruppe, aber den Rest schaue ich gar nicht mehr an, weil das tue ich mir auch nicht. Ja. Also das ist eigentlich schade, gell? Und wenn jetzt Twitter von Musk gekauft wurde, dann ist wahrscheinlich, kann schon mit Twitter wahrscheinlich auch in die Tonne treten. Der freie Demnächst. Vogel. Ja, genau. Jürgen? Ja, also Gottfried, schön, dich kennenzulernen. Ich komme nächstes Jahr einmal an deinen Stand. Öfter wird es wahrscheinlich nichts, aber wahrscheinlich irgendwann im März, da schauen wir uns mal deine Biene an. Und dann zeige ich dir, wie es ich machen würde. Sehr Gell? gerne, sehr gerne. Mich hat es echt tierisch gefreut. Sag Dankeschön. Sag auch Danke in den Chat. War wieder eine super Truppe da. Habt auch interessante Fragen gestellt, was mich natürlich auch noch interessiert hat. Und ich würde sagen, wir haben jetzt halt fast 2 Stunden voll, Jürgen. Ich muss unbedingt für eine kleine Imker. Ja, alles klar. Ich sag Also vielen Dankeschön. Dank dir, vielen Dank dem Jupp, gell? Vielen Dank denen, die hier kommentieren, die mitdenken, die Anregungen geben und die in den nächsten Wochen den Stream anschauen werden. Und dann sehen wir uns ja bei den nächsten Sprechstunden, bei den nächsten Streams und vielleicht irgendwann einmal live am 20. Januar in Berlin oder zum Weimarer Bühnensymposium. Dann Also, bis dahin. mit diesen Worten würde ich den Stream schließen. Wünsche allen noch ein schönes Wochenende, Jürgen. Bis demnächst. Euch auch. Alles Gute, gell? Ciao. Tschüssi.